jetzt bei Wer weiß denn sowas XXL. Das Showduell. Martin Rütter gegen Viktoria Swarovski. Das Tatortduell. Miroslav Nemetz gegen Adele Neuhauser. Das Musikduell. DJ Ötzi gegen Adel Kabir. Natürlich werden sie alle unterstützt durch unsere Teamkapitäne Bernhard Hoecker und Elton. Und hier ist Kai Pflaume. Hallo! Herzlich willkommen, guten Abend. In Deutschland, in Österreich, im Ersten, in ORF 1. Herzlich willkommen zu Wer weiß denn sowas XXL. Das ist die besonders große, lange Ausgabe am Samstagabend. Mit besonders tollen Gästen. Mit besonders großer und toller Stimmung im Publikum. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen Ihnen zu Hause, euch hier im Studio. Und wir haben uns einiges vorgenommen für heute Abend. Wir werden nämlich mit diesen tollen Gästen spielen, jeweils im Team mit Bernhard und Elton. Und ich beginne zu meiner Linken im Team mit Bernhard, DJ Ötzi. Ja, schön, dass du da bist. Miroslav Nemetz und Martin Rütter. Im Team mit Elton, Adel Tawil, Adele Neuhauser und Viktoria Swarovski. Wir wünschen Ihnen allen ganz viel Spaß, gute Unterhaltung. Sie wissen, es gibt tolle Experimente. Wir haben Tiere hier im Studio und wie immer natürlich besonders spannende Fragen. Erste Runde spielen wir mit Viktoria Swarovski und mit Martin Rütter. Und am Ende gibt es für einen unserer Gäste 50.000 Euro für einen guten Zweck. Also viel Erfolg, viel Spaß. Geht los. Den Platz. Wo ist jetzt dein Deutschland-Fähnchen? Naja, Bernhard hat schon gesagt, wir können uns ja merken, wie unsere Fahne aussieht. Du bist so fies. Ich meine ja nur. Also bei uns wird schon ein bisschen schwieriger, das stimmt. Deswegen packe ich es immer auf die Reihenfolge. Drauf. Ja, nein, wir sind so stolz darauf, dass wir heute auch erstmalig in ORF 1 zu sehen sind. Deshalb, noch mehr Zuschauerinnen und Zuschauer. So ist das. So. Du bist es ja gewohnt, so im Umgang mit kleinen und großen Rackern. Ne? Richtig, ja? Richtig. Ja, wirst du den Bernhard denn heute in den Griff kriegen? Oh, das habe ich ja schon mehrmals versucht, das hat noch nie geklappt. Du hast die falschen Leckerlis dabei. Aber du hast die beste Grundeinstellung, der will ja nur spielen. Ne? Das ist ja hier quasi auch ein Spiel. Ne? Bist du denn einer, der auch okay verlieren kann oder wirst du da eher unleidlich? Nein, ich kann nicht sehr gut verlieren. Mhm. Es wird hier zum vollen Eklat kommen. nein, es ist ein Spiel. Und letztlich, und das ist ja auch der Charme an dieser Sendung, total. Egal wer hier gewinnt, es geht ja immer für einen guten Zweck und jeder dieser Zwecke hat. Frag mal die Zuschauer, ob das hier egal ist, wer da gewinnt. Der Druck ist schon hoch. Mhm. Also ich sag mal so, wenn du nicht gewinnst, dann weißt du schon mal, die kommen alle nicht zu deiner Tour. Die können sich's dann nicht leisten, aber ihr dürft kommen, Ja, die wollen vielleicht, ich weiß es nicht. Ne? Also, wir werden gucken, du hast ja auch schon einiges erlebt, einiges durchgemacht. Mal gucken, was du von all dem erworbenen Wissen in deinem Leben heute hier so anbringen kannst. Ja, Martin Rütter im Team mit Bernhard. Und Viktoria im Team mit Elton. So, Viktoria, du warst ja auch schon mal bei uns zu Gast und bist trotzdem wiedergekommen. Das freut uns sehr. Also, du hast uns in guter Erinnerung behalten. Auf jeden Fall. Ich liebe die Show. Ich finde die echt toll, muss ich echt sehr sagen. Schön. Das war ein schönes Publikum. Haben wir auch ganz schön geprobt, bis der Satz gesessen hat. Ne? Im nächsten Frühjahr, nehme ich an, geht es weiter mit Let's Dance. Ja, auf jeden Fall. Da wirst du dann wieder. Drauf.
als Moderatorin am Start sein. So sieht's ich aus. Beobachte es immer sehr genau, weil ich das toll finde, wie du dich da auch entwickelt hast und so. Da bist du ja da wirklich so reingesprungen und hast aber auch viel dafür getan. Ja, ja, stimmt. Und heute wirst du dich hier vielleicht das ein oder andere Mal auch durchsetzen müssen. Ne? Das an der Seite wir von schon Elton. Hin. Ja, das ich hin. Glaube auch. Ne? Du bist das als sehr. Unternehmerin ja gewohnt, auch mal Entscheidungen zu treffen. Ja, das ist richtig. Ja? Vielleicht hast du den Elton nachher noch ein Pröbchen von deinen. Ja, Elton Pröbchen. Nimmt schon her, das sieht man doch, ja. oder? Elton nimmt schon her. Also auch euch viel Spaß. Wir schauen jetzt erstmal, wie sich unser Publikum heute Abend entschieden hat. Denn die Menschen, die ja hier zu uns ins Studio kommen, können sich ja mal frei entscheiden, hinter welches Team sie sich setzen, egal in welcher Verteilung. Und hinter Martin Rütter und Bernhard sind es heute 61 Zuschauerinnen und Zuschauer. Hinter Viktoria Swarovski und Elton 56. Das waren schon deutlich weniger, aber die Zuschauer und Zuschauer haben natürlich gesehen, wie es in der letzten Zeit für Elton gelaufen ist. Häufig sehr gut und es war ja schon eine verrückte Woche. Also, wir legen los, die erste Runde. Hier sind erstmalig die 12 Kategorien. Hier ist die Wand. 12 Kategorien sind grüner Daumen, Technik, am Ende der Welt, Musik, Papiere bitte, was passiert wenn, clever, Medizin, Spezialitäten, Flughafen, das Fragezeichen und Schlagzeilen. Jede richtige Antwort, 500 Euro. Jedes Team hat einen Publikumsjoker und das Team, das mehr Zuschauer und Zuschauer hinter sich hat, darf die erste Kategorie auswählen. Ja. Das seid ihr in dieser Runde und das bleibt ihr dann auch. Also Team Bernhard in Runde 2 und 3. Wieso keine Tiere? Warum nicht Hund, Katze, Maus? Ja, ja. Gott sei Dank nicht. Das hätten wir auf keinen Fall genommen. Ich hätte das sofort genommen. Aber was soll es sein? Am Ende der Welt. Das ist doch so schwer Australien und Neuseeland. Am Ende der Welt. Klar. So. Erste Frage. Wir haben da Gäste eingeladen. Ei, sind die goldig. Die Frage, warum ist bei den in Australien beheimateten Fuchskursus die Unterseite des letzten Schwanzdrittels haarlos? A. Fressfeinde werden so getäuscht. B. So können sie besser auf Bäume klettern. Oder C. Fuchskursus kommunizieren auch mit ihrem Schwanz. Also Kommunikation mit Schwanz ist ja eigentlich sehr naheliegend. Nahezu alle Tierarten, die einen haben, kommunizieren auch ein bisschen damit. Aber ich wollte ja so gucken, um zu gucken, wie die Füße sind, weil ich so das Bauchgefühl klettern habe. Und ich meine, Fressfeinde täuschen. Was soll der so tun, als wäre er eine Schlange mit dem Schwanz? Das könnte natürlich sein, dass der Schwanz aussieht wie das Ende einer Schlange. Und jetzt hat ja Australien wirklich sehr viele giftige. Also von den 10 giftigsten Tieren leben 9 in Australien, weswegen ich das so als Urlaubsziel suboptimal finde. Lass uns kurz über deine Zeit in Australien reden. Jetzt, damit ihr den Druck noch mehr erhöht. Nein! ich bin erstmal nach dem Abi hingereist und dann bin ich da ein bisschen hängen geblieben, weil ich die Chance hatte, Dingos zu beobachten. Also Wildhunde, die mal Haushunde waren, aus China dorthin kamen. Das hilft mir nur natürlich jetzt sehr wenig. Und irgendwie, weil die Nase so wenig. Oder sagen wir mal, die Nase sieht sehr weich aus. Deshalb glaube ich nicht, dass es ein erdgrabendes oder erdlebendes Tier ist. Ja. Deshalb hätte ich immer den Impuls, zumal wir ja auch ein Geäst da drin sehen. Ja. Und keine Schlange? Also, ich hätte den Impuls, also mein Bauchgefühl sagt klettern, aber du hast ja auch ein bisschen die Schlangenimitation im Kopf. Ja, ich hatte, als die Frage kam, hatte ich schon die Idee, es gibt schwanzlose Tiere, die sich halt dann, weil die dann greifen können. Hätte ich auch so. Die Idee natürlich, dass du die da hinlegst, vielleicht können die so, achso, und der die dann bewegt. Also das heißt, da kommt der Dingo, will den Kusus essen. Ja. Und der Kusus sagt, schau an, ich bin eine Schlange, ich habe nur leider einen sehr dicken Körper mit viel Fell dran. Ich, ohne Experte zu sein im Bereich Kusus, mein Bauchgefühl sagt klettern, aber... Ja, also war ja auch relativ schnell. Auch sollen wir es einfach da nehmen? Ne? Was nehmt ihr? Wir nehmen B. Klettern. Okay, B ist eingeloggt. Wir sagen herzlich willkommen, Dirk Fußbahn. Er hat die Kusus mitgebracht. Die waren jetzt natürlich im Hintergrund. Dirk. Du warst ja schon häufiger bei uns zu Gast. Schön, dass du wieder dabei bist. Ihr betreibt eine Wildtier-Auffangstation. Und da ist natürlich immer die Eingangsfrage, wie kommt man zu Fuchskusus? Ja, wir sind ja Wildtier- und Exoten-Auffangstation. Mhm. Und
Das Weibchen, was sich jetzt unter dem Männchen versteckt, das haben wir großgezogen, weil die Mutter sich nicht drum gekümmert hat. Und damit die nicht alleine leben muss, hat sie noch einen Partner. Verstehe. Jetzt weißt du natürlich auch, wo die Kusos herkommen und wie sie so leben. Und wir haben ja jetzt gehört, was Martin und Bernhard eingeloggt haben. Was hat es mit dem nackten Schwanz in der Aufsicht? Ist ein Baumbewohner. Und wenn ich den Schwanz mir angucke und der ist komplett behaart, kann ich mich nicht richtig festhalten, weil ich abrutsche. Entschuldigung. Baum ist er unten nackt und das Ende des Schwanzes ist zu einem Greifschwanz umgefunktioniert und so kann er sich festhalten. Und da wir den Kuso jetzt hier nicht hochheben können, haben wir ein Foto davon, sodass man das auch mal sehen kann. Dann zum Springen, aber so ist. Da sieht man es gut, so sieht das aus. Genau. Ne? Also, wenn der da sich dann irgendwo aufhängt, dann hat er da die nackte Schwanzspitze und kann das wunderbar nutzen. Genau. Ja, so, die bleiben dann auch bei euch oder werden die irgendwann wieder abgegeben? Nee, die bleiben auch. Dirk, alles Gute, vielen Dank für den Besuch. Ja. Dankeschön auch für die spannenden Informationen zu den Fuchskursus. Und die ersten 500 Euro für Martin Rütter und Bernhard. Kennt man auch als Possum übrigens, ne? So, wenn euch das schon mal... Possum. Ne? So, nächste Kategorie. Was darf es für euch als erstes sein? Was passiert, wenn, meinte Elton. Was passiert, wenn? Wir haben da was vorbereitet. Kinder, Kinder, Kinder. Ist das Glas? Ist das Eis oder Seife? Ist Glas, oder? Ja, ihr werdet gleich erfahren. Die Frage zu dieser Kategorie. Was passiert mit einer Person in einem mit Hydrogelkugeln gefülltem Aquarium, wenn Wasser hineingegossen wird? Da könnt ihr schon mal überlegen, über welche Person wir da reden. Über dich? A. Sie kann sich nicht mehr bewegen. B. Sie wird langsam wieder sichtbar. Oder C. Sie wird nach oben aus dem Aquarium verdrängt. Hydrogel. Also das ist eine Kugel, da ist Gel drin. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube jetzt auf jeden Fall, dass es nicht A sein wird. Ja, wenn du Wasser reinpackst in hydrogele Kugeln, sie kann sich nicht mehr bewegen, das glaube ich nicht. Dass es langsam wieder sichtbar ist, könnte sein, sie wird nach oben aus dem Aquarium verdrängt. Die Person, wir reden dann von der Person. Das kann ich von der Person, die da noch sitzt und da gleich reinkommt. Was passiert? Die Kugeln lösen sich wahrscheinlich auf, das auf jeden Fall. Dann ist es durchsichtig, ne? Das ist jetzt halt die Frage. Wird das Gel halt, wird alles nur noch gelig und es wird komplett durchsichtig? Das kann sein. Ist dieses Gel, wenn das mit Wasser in Verbindung kommt, wird das hart, man kann sich halt nicht mehr bewegen. Oder Hydrogel. Wird nach oben, das glaube ich, also ich würde C ausschließen, wird nach oben aus dem Aquarium verdrängt, weil wenn, egal wer sich da unten hinhockt, dann muss das ja erst alles so nach unten kommen und dann nach oben ausgedrückt werden. Ich glaube, es wird durchsichtig. Es wird durchsichtig? Weil, jetzt mal ganz im Ernst, schau mal, das sind doch diese Glibberdinger. Das hast du ja sicher auch schon mal in der Hand gehabt. Und wenn du da Wasser reinmachst, dann wird's doch, dann siehst du doch die Kugeln nicht mehr. Ja, also, dass das hart wird, dass das Wasser mit Hydrogel sich verbindet und Härte wird, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Okay, ich so. Entscheidung. Ja, Entscheidung oder Publikum fragen, weil... Und Aquarium verdrängt, das glaube ich jetzt auch nicht. Ich glaube nicht, dass du nach oben manövriert wirst, so, also... Also du bist so als eine eindeutige Präferenz. Ich glaube, es ist B. Gut, dann nehmen wir B. So, dann komm mal mit. So. Ich komme da gar nicht rein. Elton, ne? Und jetzt kannst du dir das aus nächster Nähe anschauen, wie wer das da aussieht, ist. Wie Markus Weber hier gleich reinsteigt. Herzlich willkommen, Markus Weber von den Physikanten. Komm mal da. Weißt du was? Es würde passen. Es würde passen. Ich habe kurz gedacht, der ist schon da drin. Ihr kippt Wasser, dann kommt der. Darf ich auch mal ganz kurz nur, darf man das anfassen? Ja, klar. Ach, dann lasse ich das gleich aus. Das kennst du auch noch nicht aus Babywindeln. Da ist sowas auch drin.
Ja, stimmt, hast du. Oh nee. Ja, und die Babys können. Dann wird's ja, dann ist es ja A. Mist, ist es A, glaube ich. Man kann sich nicht mehr. Ja, bei Babywindeln ist so, wenn man es zu lange drin lässt, wird's hart, das stimmt. Und dann ist das Hallo. Entschuldigung, hi. Markus. Zum Abitur. So, jetzt aber. Ja, erstmal Hydrogel. Okay, also das ist Hydrogel. Und Hydrogel besteht aus einem Kunststoff namens Superabsorber. Der kann super viel Wasser aufsaugen. Hier besteht er in einer runden Form. Den gibt es aber auch als Pulver. Okay. Und dann wird er tatsächlich in Babywindeln eingesetzt, kann dort etwa das Hundertfache seines Volumens aufsaugen. Hier haben wir aber zum Glück nur Wasser. Okay, genau. Also du wirst jetzt hier reinsteigen. Ja, das ist die Idee. Ja. Hast Taucherbrille und Schnorchel. Genau. So, wirst dich ganz klein machen. Ich glaube, du musst mich auch noch ein bisschen tunken gleich. Wir werden sehen. Das ist mir ein leichtes. Okay, dann. Weil dann kam es nach unten. So. Da muss man schon richtig beweglich sein, ne? Elton, Victoria, ich brauche gleich eure Hilfe. Ihr könnt in der Tat mal kurz nach vorne kommen. Wir kommen gerne. Genau, gucken, dass der Schnorchel richtig sitzt, bevor du da jetzt abtauchst. Ne? Elton, komm hier hinter. Ja. Sollen wir dir helfen? Ja. Noch nicht. So, er muss sich jetzt noch ein bisschen dehnen, da so reindehnen. Verschwinde da jetzt. So, sagen wir mal so, er ist jetzt unter Wasser, der Schnorchel ist oben. Markus, alles gut? Ja, er sagt also, ja. Also soweit ich verstehe, ja. Ne? So, pass auf, jetzt gießen wir das Wasser da rein. Komm, okay. Nehmen wir eins zusammen? Oh ja. Okay, okay. Achtung, es geht los. Wir sind uns einig, wir sehen nichts. Ne? Und jetzt geht's hier los. Kannst reingießen. Ist er schon wieder zu sehen? Ist er schon wieder zu sehen? Ach komm, den haben wir da auch noch ran. Okay. Ja, noch nicht ganz. Oh. Was passiert? Da sieht man ihn besser. Aber ich kann ihn hier hinten sehen. Ja, wir sehen ihn von hier vorne auch. Yeah, yeah, yeah. Ja. So, wunderbar. Also ich glaube, wir haben es belegt. Es dauert jetzt eine Weile, bis wir Markus da wieder rauskriegen, weil die Masse wird jetzt fest. Ah, da kann sich nicht mehr bewegen. Er kann sich dann auch gleich nicht mehr bewegen. Aber wir haben den Beweis angetreten. Also die richtige Antwort für Victoria und Elton. Und Markus, dich sehen wir natürlich in Runde 2 gleich wieder. Vielen Dank, Markus Weber von den Physikanten. Also willst du was erzählen? Das Allerschönste kommt ja noch. Ach, du meinst die Verbindung aus den Kugeln mit dem Wasser. Ich muss sagen, warum wird das überhaupt durchsichtig? Ja, das haben wir noch gar nicht geklärt. Und zwar ist es so, dass diese Kugeln zu 100% oder fast 100% aus Wasser bestehen. Und die Lichtgeschwindigkeit hier drin wird langsamer. Deswegen wirken sie wie eine Linse. Wenn die Kugeln dann aber in Wasser sind, ist die Lichtgeschwindigkeit in den Kugeln dann gleich wie in dem Wasser. Und der Lichtstrahl gelangt dann einfach geradeaus. Jetzt durch. Ist es ein physikalisches Experiment. Ne? Also, und dafür gibt es nochmal Applaus, glaube ich. Ne? Ja, absolut. Ne? Dankeschön. Markus, bis gleich. Beide Teams 500 Euro. Sehr guter Einstieg. Wie geht's weiter? Wir nehmen den grünen Daumen. Ja. Welchen Vorteil bietet das Pflanzen von Stauden in einem sogenannten Sandbeet? A. Der Sand kühlt im Sommer die Pflanzen. B. Wasser und Dünger werden gespart und Unkraut verringert. Oder C. Die Stauden müssen nur alle 2 Jahre zurückgeschnitten werden. Ach so. Mit was hast du denn gerechnet? Ja, ach, ich überlege jetzt gerade. Also tatsächlich habe ich jetzt während der Pandemie viele Sachen eingepflanzt im Garten.
Aber nie in Sand. Okay, was kann passieren? Kühlt im Sommer der Sand die Pflanzen? Das würde ich erstmal für möglich halten. Weil viel Luft drin ist, ja. Und das ist wie eine Isolationsschicht. Und den Effekt kennt man ja selber vom Strand. Wenn du ein bisschen buddelst mit den Kindern, wird es ja drunter kühler. Genau, du darfst halt nur nicht draufstehen, da wird es ein bisschen heißer. Eben, genau. Aber die Staude ist ja unter, ja. Also tief quasi, ja. Unter der Oberfläche. Wasser und Dünger werden gespart und Unkraut verringert. Die Stauden müssen nur alle 2 Jahre zurückgeschnitten werden. Warum? Das hieße ja, dass die, also du schneidest ja nicht zurück, weil die so groß sind, sondern weil du bestimmte Triebe nicht haben willst. Das ist ja eher der Grund. Deshalb würde ich C ausschließen. Oder das fördern willst, dass sie wieder wächst, oder? Schneidet man nicht auch eine Pflanze, damit sie stimuliert wird, weiter und schneller zu wachsen? Achso, und du meinst, dann wächst sie, ja, aber in die Richtung, die du willst. Also C würde ich nur irgendwie ausschließen. Vom Gefühl. So, jetzt die Frage. Der Sand kühlt im Sommer die Pflanzen. Das finde ich ja schon mal klug. Logischste. So. Ne? Wasser und Dünger werden gespart und Unkraut verringert. Warum? Das hieße doch, der Sand hat mehr Dünger und kann besser Wasser aber speichern. Sand ist doch nicht nährstoffreicher. Also wenn wir Dünger sparen, würde das implizieren, dass der Sand nährstoffreicher ist. Und das ist doch Quatsch. Ein Sand ist doch nicht nährstoffreicher als Erde. Wofür bist du? Ich hätte immer den Impuls zu A. Aber ist es ein Vorteil, wenn es gekühlt wird? Ja, weil dann, aber naja, vor allen Dingen, warum kühlt er die Pflanzen? Die Pflanzen sind ja auch oben. Ist da die Idee, dass die Rückstrahlung, da ist natürlich eine Wiese schon auch besser. Also ich glaube, die erste. Ach, kennst du das nicht, wenn du auf einer Wiese bist, selbst wenn es heiß ist? Du gehst ins Gras, dann ist es dann doch weh. Es ist kühler. Kann mir Wasser und Dünger total gut vorstellen. Ich bin da immer mehr für, weil das Sand kühlt im Sommer nicht die ganzen Pflanzen. Also ihr müsst euch entweder für eine Antwort entscheiden oder wir fragen das Publikum. Ich würde da jetzt echt auf B gehen. Okay, also meine Erfahrung mit Bernhard hat gezeigt, dass er oft eine gute Intuition hat. Und dann nehmen wir B. Genau, wir nehmen B, vielleicht ist es halt die richtige Antwort für eine andere Frage. Aber wir nehmen immerhin B. Nehmen wir B. Alles klar. Kann ja alles sein. Nehmen wir Bernhards B. Um ein Sandbeet anzulegen, wird auf einer eingefassten Rasenfläche etwa 20 cm dick Sand verteilt. Dann wird es mit vielerlei Stauden bepflanzt und kräftig angegossen. Die dicke Sandschicht regt die Pflanzen zu einem starken Wurzelwachstum an, was sie besonders robust macht. Unkraut hingegen gelangt kaum hindurch. Der Rasen unterhalb verrottet mit der Zeit und dient als Dünger. Außerdem speichert der Sand die Feuchtigkeit, sodass wenig gegossen werden muss. Richtige Antwort. 1000 Euro. Bitte? Was nehmt ihr? Was magst du, Musik oder Flughafen? Du suchst es aus. Flughafen. Flughafen. Wer in der Abflughalle des Amsterdamer Flughafens Schiphol auf eine der großen Uhren schaut, sieht A. eine tanzende Tulpe, die im Sekundentakt winkt, B. im Inneren der Uhr einen Arbeiter, der die Zeit an die Scheibe malt, oder C. sein Spiegelbild in das lebendige Amsterdam des 17. Jahrhunderts versetzt. Ich war gerade in Amsterdam und ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Ich würde tatsächlich tendieren auf A, wegen Tulpen. Wissen Sie, mein Amsterdam ist ja known für ihre Tulpen, beziehungsweise Holland. Und wenn man am Amsterdamer Flughafen ist, gibt es auch nur Läden mit vielen Tulpen. Du kannst überall Tulpen mitnehmen. Das ist ein extrem schöner Flughafen, muss man wirklich ja, sagen. Ja, ist ein toller Flughafen, muss ich auch sehr sagen. Modern, riesig ist der. Sehr hell. Ich würde tatsächlich zu A tendieren. Es wird aber B sein. Glaubst du? Das ist eine Animation. Das ist ein Typen, der wischt zum Beispiel die Zeiger weg und malt die dann zum Beispiel an einer anderen Stelle wieder an. Im Inneren der Uhr ein Arbeiter, der die Zeit an. Das habe ich zumindest schon mal gesehen. Gemein ist es, wenn es nicht der Amsterdamer Flughafen ist, aber das nehme ich mal doch ganz stark an. Wir nehmen B. Sicher? Danke! Vielen lieben Dank! Es muss jetzt nur noch richtig sein! Der niederländische Künstler Maarten Baas erschuf im Jahr 2016 eine ganz besondere Uhr, die seitdem für Passagiere des Amsterdamer Flughafens Schiphol zu bestaunen ist. Darauf zu sehen ist ein Arbeiter, der, so scheint es, von innen die Zeiger der riesigen Uhr wegwischt und anschließend neu aufmalt.
Bei der Uhr handelt es sich um ein Video auf einem über 2 Quadratmeter großen Bildschirm. Der Prozess des Ausradierens und Neumalens dauert dabei immer genau 1 Minute. Mega. Aber hat das sehr spannend gemacht, ne? So, es steht auch bei 1000 Euro. Nächste Kategorie. Was für eine coole Idee. Gehabt. Ja. Technik oder Papiere? Papiere finde ich spannend. Irgendwas mit Ausweisen und so. Wir nehmen mal Papiere bitte und dann sehen wir, ob wir es behalten. Ah nee, warte, der geht ja gar nicht. Die Fotos von Erika Mustermann auf den Mustern von deutschen Personalausweisen zeigen A. Mitarbeiterinnen, die in der Bundesdruckerei beschäftigt waren. B. Tatsächlich Frauen mit dem Namen Erika Mustermann. Oder C. Gewinnerinnen des Miss Mustermann-Wettbewerbs von 1987. Wie sehr würde ich C lieben und wie sehr würde ich mir wünschen, dass der das entschieden wird, gesteinigt wird? Weil das habe ich richtig vor Augen. Bewerben Sie sich, werden Sie Miss Mustermann? Das ist ja so abstrus, aber das könnte auch sehr deutsch sein, ne? Viele Grüße an der Stelle an Max Mustermann. Ne? Ja. Es gibt einen wirklichen Max Mustermann. Ist der Vater von Miss Mustermann? Nee, es ist ein sehr netter junger Mann. Aber der war ja sicherlich nicht die Vorlage für die Personalausweise. Nee, aber der hat natürlich heute damit zu kämpfen. Ja. Ne? Stell dir mal vor, du willst einen Personalausweis beantragen und heißt Max Mustermann. Oder, was da so, oder Erika dieses, Mustermann. Kriegst du nie. Also ich sag mal, B schließen wir aus. Ja, B würde ich auch ausschließen. B schließen wir aus. So, A oder C? Ey, ich wirklich alleine, weil ich dieses Weltbild nicht ertragen würde, kann es C nicht sein. Du willst C also nicht? Also nein, nicht nein, aber schau mal, da sitzen doch, schau mal, das wird doch von, die werden doch keine Agentur beauftragt haben und sagen, suchen Sie uns mal ein Gesicht für Frau Mustermann. Sondern das wird im Zweifel das Land selber entscheiden. Wofür bist du denn? Also wenn du nicht möchtest, dass es C ist. Wenn du nicht... Da du schon gesagt hast, dass es einen Max Mustermann gibt, würde ich B ausschließen. Was ist denn dein Impuls? Also, ich kann mir A vorstellen, weil die machen das, stellt euch dann, wir machen ein Foto. Ja. C ist wirklich, wäre wirklich echt ungewöhnlich. Und C finde ich schlimm, da schreibe ich im Nachhinein noch einen Brief. Weißt du, was wir machen? Wir schreiben Brief. Total einfach. Ja, ich nehme A und du schreibst einen Brief. Genau so machen wir das. Ja, das heißt, wir gehen nicht von einem Wettbewerb aus. Nein. Weil du es nicht willst. Richtig. Was nehmen wir? A. A. Ist aber nur eine Antwort richtig. 1987 löste Erika Mustermann Renate Mustermann als Mustername auf dem deutschen Personalausweis ab. Das Interesse an der wahren Identität der auf dem Personalausweis abgebildeten Person war riesig. Um die Privatsphäre der seitdem wechselnden Models zu schützen, hält sich die Bundesdruckerei mit Details über die Personen zurück. Bekannt gegeben wurde nur, dass es sich bei jeder Erika Mustermann um eine reale Person handelt, die als Mitarbeiterin in der Bundesdruckerei arbeitet. Hoffentlich haben wir da mit Antwort C jetzt nichts ins Rollen gebracht. Ihr habt 1500 Euro. Nächste Frage. Fragezeichen. Willst du nicht die Musik nehmen? Nö. Nee. Mit den Buchstaben V, W, T und U lassen sich A. die Grundschritte der Salsa erlernen. Das müsstest du ja. B. Schulter und Rücken trainieren. Oder C, die wichtigsten Handbewegungen für eine Pantomime-Show üben. Boah, ein Glück hat Bernhard die Frage nicht. Also A, die Grundschritte der Salsa erlernen. Als ich Salsa gelernt habe, habe ich nicht ein V, W, T oder ein U gelernt. Also da bin ich mir relativ sicher, dass es Was sind denn ist. Die Grundschritte des Salsas? Kannst du uns die mal zeigen? Nicht nur hier. Nein. Aber sowas von. Erst die Nummer anreißen und dann hier den machen. Vergiss es. Komm. Das sieht jetzt schöner aus. Das
Einzige, was wir machen können. Oh Gott. Was ist denn? Das ist ja scheiße. Ich auch. Was denn? Ich moderiere das Ding nur noch. Ich mache 6 Jahre lang. Ich habe nicht mehr getanzt. Du musst ja führen, weil du das machst. Also. Ja, man, bei der Salsa führt man eigentlich nicht. Ach, bei der Salsa, Salsa führt man. Ist Latein. Die Salsa schüttet man schön auf die Tortilla-Chips drauf. Du kannst. Auch das natürlich, Elton. Jetzt pass mal auf. Salsa, also eigentlich machst du immer so einen Hüftschwung. Oh, wie so eine Art. Also ist nur hin und her oder was? Oh, komm mal her. Oh Gott. Ich habe keine Hüfte. Hier um, die hast du, aber du weißt sie noch nicht. Da, mach mal den Schritt nach vorne. Ja. Da. Und jetzt mach eine 8, Schätzchen. Eine 8. Das ist keine 8, das ist ein Kreis. Das ist die Kreiselten. Elf, eine 8. Oh, 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 oh. Zurück. Und dann, ja. Ja, ja, okay. Okay. Nein, nein, komm, vergiss. Bam, 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 bam. Also, Elton, ich lade dich hiermit ein, bei Let's Dance mitzumachen. Ja, ich will. Ach so, nee, ja, was? Nein. Wir freuen uns, wir freuen uns. Wir haben es alle gehört, hast oder? Grade... Wir wollen alle den Elton bei Let's Dance tanzen sehen, oder? Der hat doch keine Zeit. Ja. Ich dachte, du machst mir gerade einen Heiratsantrag. Fast. Das ist ja ein Heiratsantrag gewesen. So, wir haben... Let's Dance. So, okay. Also die Grundschritte des Salsas können es also nicht sein. Ich hätte gesagt tatsächlich, dass es B ist, Schulter und Rücken. Weil ich meine, schau mal. V, wenn du nach oben gehst, ist es ein V. Ja. Dann Rücken. T ist vielleicht irgendwie sowas. Nee, aber sowas. Aber wie ist denn O und W? Ist egal, weil ich schließe A und C aus, dann kann es ja nur B sein. Also Y ist auf jeden Fall. V kannst du auch machen. T. Und U vielleicht. Und U. Vielleicht im Boden machst du dann so ein U. Weil A kann es nicht sein, haben wir ja gerade gelernt. Oder hab ich gerade gelernt? Grundschritte der Salsa, also ich habe so nie meine Grundschritte. Wenn ihr zwei Antworten ausschließen könnt, wenn das das ist, dann würde ich jetzt können auch wir sagen. Die dritte nehmen. Hm? Schulter und Rücken. Inspiriert vom Disco-Klassiker YMCA lässt sich mit den Buchstaben VBT und U ein wirksames Training für den oberen Rücken und die Schultern durchführen. Dabei formen die Arme die einzelnen Buchstaben. Zu Beginn werden die Arme schräg nach oben zum V gestreckt. Danach die Ellenbogen runter ins W ziehen. Daraufhin die Arme zur Seite zu einem T ausstrecken. Aus dem T heraus werden dann die Ellenbogen angewinkelt und zum U nach oben geformt. Auch 4.500 Euro. Eine teure Ja, das ist ja schon ja. Schön. Ja, jetzt Technik? Ich meine, du hast dir ja Technik gewünscht, das gut ist. Ich kann dazu nichts mehr sagen. Das ist Quatsch. Natürlich, du wirst ja mal einen Stecker in eine Steckdose gesteckt. Nein. Was? Wenn es um Balltechniken geht. Aber bei einem Autohersteller in Köln ist seit 2018 ein Roboter im Einsatz, der A. verärgerte Laute von sich gibt und auf das Lenkrad einschlägt. B. Das Gesäß von schwitzenden Autofahrern simuliert. Mega. Oder Mega. C. Auf Bekrümeln und Bekleckern programmiert ist. Also ein Roboter, ne? Ja. Um Schwitzen zu simulieren. Ja. Was macht man da? Also das ist doch... Das macht doch Sinn. Wasserdrüsen an Elektronik? Nein. Aber wenn der rumschnauzt und aufs Lenkrad haut, zu gucken, wann... Geht der? Du glaubst, wenn, also aufs Lenkrad einschlägt, da kann ich mir noch vorstellen, dass man sagt, ja hier, da wollen sie eine Festigkeit testen und so weiter. Aber der auch noch dabei, ey, oh Mann! Oh, hey! Aber dadurch, dass es in Köln ist, haben die sich das vielleicht als Gimmick und Gag eingebaut. Sozusagen, dass es eigentlich nur um das Schlagen geht, aber sie fanden es sehr lustig, wenn er flucht. Weil es da gar nicht um Fluchen geht, sondern um die Festigkeit des Lenkrads. Die Klopffestigkeit. Zum Beispiel, die ja immer wichtig ist beim Lenkrad, dass es aushält. Also nicht. Also B ist ein Thema, das ist auch für Autohersteller interessant. Da geht es nämlich um die Beschaffenheit der Sitze. So, und es gab ein großes Problem, als asiatische Autohersteller ihre ersten Fahrzeuge nach Europa gebracht haben, weil der Asiate im Allgemeinen weniger schwitzt im Schnitt als im der Europäer. Im Schritt. Der Asiate schwitzt weniger im Schritt. Ah, alles klar. Okay. Ich denke, das schneiden wir wohl raus.
als der Europäer. Ja. Dann gab es halt Probleme, weil die Sitze müssen natürlich mit Schweiß und dergleichen umgehen können. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn die neue Autositze haben, Materialien und dergleichen, dass die so etwas brauchen. Also das Schlimme ist, immer wenn du Sachen erklärst, klingen die wahnsinnig logisch. Ja, pass auf, jetzt komme ich zu C. Aber Bekrümeln und Bekleckern macht ja echt keinen Sinn. Darf man bei dir im Auto essen, trinken? Also ich glaube, bei mir im Auto kann man vom Boden essen, weil da so viele Speisereste liegen, dass man nochmal satt so, wird. Ach so, okay. Ja. Ich dachte, so sauber ist es da drin. Aber du weißt, es gibt Menschen, da ist das aufs strengste verboten. Nein, ich liebe ja da drin. Das im Auto nicht essen ist ja Quatsch. Also was soll man denn sonst machen? Verärgerte Leute. So, kannst du dir denn mal ganz kurz über C. Kannst du dir denn C vorstellen, bekrümeln und bekleckern, dass da ein Roboter durchfährt, der so eine Brezel nimmt und so macht? Nee, da sitzt so ein Babyroboter und jeder weiß, wie so ein kleines Kind so ein Auto auf links drehen kann. Wenn du jetzt alleine hier wärst, Martin, wofür würdest du dich entscheiden? Wenn ich alleine hier wäre, würde ich jetzt den Bernhard anrufen, der mir zu B raten würde. Und du selber? Nein, ich hätte ja nicht den Impuls, weil das Schwitzen an einem Roboter. Für mich ist so ein technisches Ding, schwitzt und macht kein Wasser. Aber das, was, wenn du sagst, der Asiate... Das ist jetzt Jahre her, als die haben inzwischen das Leder angepasst. Aber das ist natürlich, das Gesäß eines schwitzenden Autos, das ist natürlich, also würde ich mir vorstellen, ist natürlich mehr als nur und dann eine leichte Feuchtigkeit. Der bewegt sondern sich dann. Schon, der setzt sich, der geht hin, der geht zurück. Wollt ihr euch denn selber entscheiden oder fragen wir das Publikum? Also deshalb, nein, wir nehmen B, oder? Ich wäre bei B. Weil wie du schon sagst, die Bewegungen werden dann... Nehmen wir B? Ja. Okay, wir nehmen B. Nehmen wir B. Sagt, es geht um die Schweißnähte. Im Jahr 2018 kam bei einem Automobilhersteller in Köln erstmals ein ganz spezieller Roboter zum Einsatz. Mit seiner Hilfe sollen Fahrzeugsitze feuchtigkeitsresistenter und langlebiger werden. Der sogenannte Gesäßroboter simuliert das Hinterteil von schwitzenden Autofahrern. Für den Test wird der Sitzstempel des Roboters auf 36 Grad erhitzt und in 450 Milliliter Wasser getränkt. Anschließend nimmt er 7500 Mal auf dem Fahrersitz Platz. So wird in nur 3 Tagen eine 10-jährige Nutzung simuliert. Richtige Antwort für 2000 Euro. Bisher hier beide Teams fehlerfrei. Nächste Kategorie. Clever oder Schlagzeilen? Wieso willst du... Nehmen wir clever. Clever. Okay. Weil ich mir nicht so sicher bin, ob das so gut ist. Mit im Supermarkt erhältlichem Weinsteinbackpulver. A. Sind Haare nach dem Waschen leichter kämmbar? B. Können Rotweinflecken aus Tischdecken beseitigt werden? Oder C. Lassen sich graue Kratzer auf Keramikgeschirr entfernen? Okay, ich würde B mal ausschließen. Würde ich nicht, tatsächlich. Nicht? Mhm. Können Rotweinflecken aus Tischdecken beseitigt werden, weil das machst du ja. Du machst ja Backpulver eigentlich auf Rotweinflecken, beziehungsweise Salz oder Backpulver. Saugst es ab und dann kriegst du es eigentlich raus. Sind Haare nach dem Waschen leicht erkennbar? Nach dem Waschen sind sie nass. Also das würde ich ausschließen. Ich würde mir doch kein Backpulver reinpacken, wenn mir meine Haare immer noch nass sind. Sind Haare nach dem Waschen, sind die dann schon geföhnt? Sind die schon trocken? Weil ich meine, wenn du natürlich nass und dann eine Backpulver, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Durchkämmen. Ja. Das wird nichts. A finde ich auch komisch. Es sei denn, also zieht das, wenn du nasse Haare hast, zieht das, wenn du dich kämmst? Ja, wie schauen die denn danach aus? Da kannst du gleich nochmal waschen gehen. Ja, okay, da hast du recht. Also B oder C, ich bin tatsächlich eher für C, weil mir ist mit Weinstein und B. Aber ich glaube tatsächlich auch, lieber Publikum fragen. Ja, immer ja? Publikum. Ja. Fragen wir das Publikum. Ne? Ui. Oh Gott, das wollen wir natürlich nicht. Nur weil einer den Kopf schüttelt, müsst ihr euch noch lange nicht sorgen. Aber das. Ja, stehen Sie ruhig kurz auf. Dann. Ja. Ich glaube, es kommt keiner mehr dazu. Einstein ist ja das, was sich beim Wein absetzt. Warum sollte man damit nur Rotwein? Also, hallo. Hallo. Tag. Du bist? Stefan aus Schönkirchen bei Kiel. Okay, Stefan, was machst du beruflich? Ich bin Jobcoach. Aha, gut. In der Schule. Ja. So mit Haushaltssachen, hast du ein bisschen Ahnung? Wenig, aber ich... Nicht gut. Mit wem bist du heute hier, Stefan? Mit meiner Frau. Ah, okay. Und hat die dir jetzt gesagt, was du sagen willst? Nee, gar nicht. Die hat letztes Mal richtig getippt, als wir hier waren. Verstehe, okay. Also was ist dein Tipp? Ich würde C tippen, weil mir B zu naheliegend ist. Ah, verstehe.
Ja, alles klar. Ja. Also, du schlägst sie auf die Seite von Elton. Ne? Der hatte ja auch eher eine Tendenz zu C. Okay. Stefan? Graue Kratzer auf Tellern, die meist durch Metallbesteck entstehen, können mit Hilfe von Weinsteinpulver entfernt werden. Einfach ein wenig Pulver mit den Fingerspitzen über den Kratzer reiben. Die feinen gemahlenen Kristalle des Weinsteins wirken als mildes, aber effektives Scheuermittel. Und die Verunreinigungen können damit gut entfernt werden. Perfekt. Sehr gut. Läuft mit euch. 500 Euro dazu. Glückwunsch. Vielen Dank. Danke. Auch ihr damit bei 2000 Euro. Sehr gut. Gott sei Dank. Wir haben noch Musik, Medizin, Spezialitäten und Schlagzeilen. Du kennst dich mit Bissverletzungen aus. Ja, Medizin. Ja, wir nehmen Medizin. Wir haben da mal was vorbereitet. Nein. Warum wurde die 1951 entnommene Gewebeprobe der US-Amerikanerin Henrietta Lacks zur medizinischen Sensation? A. Ihr Gewebe verjüngte sich unter radioaktiver Bestrahlung. B. Sie ist der einzig bekannte Mensch mit der Blutgruppe Doppel-Null. Oder C, ihre unsterblichen Zellen dienen der Forschung bis heute. Henrietta Lacks. Aha. Also, um jetzt mal spontan, was würdest du spontan sagen? Also, bei radioaktiver Bestrahlung glaube ich keine Sekunde dran. Nee, glaube ich auch nicht dran. Und unsterbliche Zellen? Ja. Und die Frau würde heute noch leben und 600 Jahre alt sein, ist aber vom Auto überfahren worden? Ich glaube nicht. Aber ich wüsste nicht mal, was gibt es hier für Blutgruppen? Naja, es gibt so Blutgruppen. Weißt du deine? Die weiß ich, aber die ist geheim. Die darf niemand erfahren. Weißt du deine auch? Ich habe keine Ahnung. Wisst ihr alle eure Blutgruppen? Ja. Ich habe du musst dich trotzdem wieder umdrehen. Krass, ich weiß nicht mal meine Telefonnummer. Also, der einzige bekannte Mensch mit der Blutgruppe Doppel-Null. Habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Ich Weil frage es ja mich auch, nur auch diesen einen Menschen gibt. Ja, aber warum braucht man dafür komplette Gewebeproben? Warum nicht eine Blutprobe? Wenn sie der einzige Mensch mit der Blutgruppe Doppel-Null gewesen wäre, was man damals schon rausgefunden hätte, dann hätte man ihr nicht nur eine Gewebeprobe genommen, ich glaube, man hätte die ein paar Jahre lang gemolken. Einfach. Aber vielleicht haben sie das getan. Aber vielleicht haben sie das getan. Ja, schau mal. Ja, guck mal. Was ich denke, ne? Also die kommt jetzt dahin und sagt hier, ich habe eine Hautveränderung, mein Muttermal ist zu groß. Okay, man stanzt die Probe weg und stellt fest, ja, da sind sie gesund, aber übrigens Blutgruppe Doppel-Null. Dann fängt man an zu forschen, stellt fest, niemand anderer, hat also dann auch keine große Relevanz und es versickert wieder. Aber unsterbliche Zellen, würde denn der Rückschluss sein, wenn sie unsterbliche Zellen hätte? Was würde das für einen Rückschluss für sie als Person bedeuten? Naja. Jung bleiben, jung aussehen beim Sterben, keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, ihre unsterblichen Zellen, weißt du, dass das Zellen sind, die hat man damals eingelegt und das ist wirklich die älteste bekannte Zellkultur, die man von einem Menschen genommen hat und die man immer wieder, die sich teilen und so weiter und die nicht altern und so weiter, dass das total spannend ist. Unsterbliche Zellen? Ist das doch der größte Wunsch der Menschheit, oder? Nee, es gibt doch keinen größeren Wunsch. Bernhard, Entscheidung. Was sagt dein Bauch? C sagt mein Bauch. Weil Doppel-Null einfach Quatsch ist. Man hat es noch nie gehört. Ah, das haben wir noch nie gehört. Aber unsterbliche Zellen hast du schon. Wir können das Publikum fragen oder ihr müsst euch jetzt entscheiden. Dann nehmen wir C. Wir fahren sehr gut damit, dem Bernhard zu vertrauen. Du bist halt so ein bisschen so ein devot. Bisschen so, ich bin sehr devot bei Bernhard. Sehr unterwürfig, ne? 1951 verstarb die 31-jährige US-Amerikanerin Henrietta Lacks, wenige Monate nach einer Krebsdiagnose. Eine entnommene Gewebeprobe zeigte, ihre Tumorzellen teilten sich rapide und verdoppelten sich binnen 24 Stunden. Auch außerhalb ihres Körpers. Eine Sensation. Die robusten Zellen konnten zur weltweit ersten als HeLa bekannten Zelllinie kultiviert und vervielfacht werden. 50 Millionen Tonnen Zellen, mehr als 75.000 Studien und zahlreiche Medikamente und Impfstoffe, wie etwa gegen Parkinson oder Polio, konnten dank Henrietta Lacks unsterblicher Zellen bis heute entstehen. Bisher läuft das hier gut bei euch. 2500 Euro, aber hier läuft es nicht schlecht. Ja? Musik, Spezialitäten oder Schlagzeilen? Schlagzeilen, das kann man gelesen haben. Spezialitäten ist halt Essen und Musik ist Musik. Du hast bis jetzt sehr gut ausgesucht. Schlagzeilen. Schlagzeilen.
Im österreichischen... So, ich bin raus. Im österreichischen Dreiskirchen wurde im Juni 2022 die Polizei gerufen, weil A. Tennisstar Dominic Thiem beim Training zu laut stöhnte, B. Senta Berger ihren Autoschlüssel in einen Gulli fallen ließ oder C. Christoph Waltz nachts in einem Altglascontainer feststeckte. Ganz ehrlich, Christoph Waltz, der wohnt doch in Los Angeles mittlerweile. Nachts in einem Altglascontainer feststecken, also das fände ich ja ganz skurril. B. Santa Maria einen Autoschlüssel in einem Gulli verließ. Okay, das kann passieren. Mir ist das auch schon passiert tatsächlich, dass mein Autoschlüssel in Gulli gefallen ist. Und A. Tennisstar Dominic Thiem beim Training zu laut stöhnte. Könnte ich mir jetzt auch vorstellen. Kennst du Dominic? Ja. Stöhnt er laut? Weiß ich nicht. Stöhnen doch alle laut beim Tennisspielen, oder? Die machen doch immer so. Das ist auf jeden Fall Mode. Das ist auf jeden Fall Mode geworden. Im Juni 2022. Aber der hat sich doch jetzt verletzt, oder, der Dominic Thiem? Also ich kann mir nur A vorstellen, weil... Vielleicht hat er gestöhnt, weil er sich verletzt hat. Nein, der hat bestimmt beim Schlagen gestöhnt und dann hat irgendwie Nachbar gedacht, keine Ahnung, da passiert irgendwas, entweder was Unsittliches oder Verletzung. Aber ganz kurz. Mal abgesehen davon, ob Christoph Waltz... Guck mal, wir können hier mit unserem Publikum... Guck mal, wir können das mal zeigen, also, wie so ein Tennisspiel, wie sich das anhört, ne? Ja. Ne? Achtung, sag, schlagt ihr. Ja, aber... Oh. Das war ein Ballwechsel, ne? Aber meistens... Meistens ist das noch so, meistens kommt ja noch so ein kleiner Vorstöhner, so ein So, Entschuldigung. Ja, zurück zum Tennis. Ja. Ganz kurz. Ich lese die Frage. Wurde die Polizei gerufen? Ja. Aber ich meine, wenn der, ich sag jetzt mal, der Dominic Tennis spielt, dann ist er ja schwer mit dem Handy auf dem Platz und sagt, ey Leute, kommt doch mal vorbei. Ja, nicht der Tennisstar hat die Polizei gerufen, die Nachbarn. Ja, aber wer, ich meine, glaubst du, der drin, ja gut, der könnte schon bis spät in der Nacht. Also nochmal, Christoph Waltz, mal abgesehen davon, ob der jetzt tatsächlich da noch wohnt oder nicht. Würde ich wenn, nicht wie in Altglascontainer feststecken, also wenn er da sein Bier reinschmeißt. Und dann... Ach nee, war doch voll. Ja. Wie bleibst du da, also das, da stecken zu bleiben, ist schon echt eine Kunst. Hast du schon mal deine Hand reingesteckt? Das geht schon. Hast du die schon mal reingesteckt in so einen Container? Warum sollte ich das tun? Und einen Gulli, den machst du auf oder holst du hier, kannst du mir helfen? Da brauchst du nicht die Polizei rufen. Also eine lustige Geschichte wäre es schon, wenn es A wäre. Ja, wollen wir es nehmen? Komm. Ich nehme A. Klingt auf jeden Fall lustig. Bin auf den Film gespannt. In Dreiskirchen bei Wien nahmen Einwohner im Juni 2022 ein immer wiederkehrendes lautes Stöhnen wahr. Ihr Verdacht? Beim nächstgelegenen Tennisplatz würde ein Porno gedreht werden. Als die Polizei zum Platz fuhr, fanden sie dort aber keine Dreharbeiten vor, sondern den ehemaligen Grand-Slam-Sieger Dominic Thiem beim Training. Der nahm den falschen Alarm mit Humor und gestand, dass sich nicht zum ersten Mal Leute über seine Laute gewundert hätten. Durch das Stöhnen sollen beim Tennis Atmung und Schlagkraft verbessert werden. Auch hier richtige Antwort, 2500 Euro. Wir haben noch zwei Kategorien. Ihr habt noch mal die Wahl, Musik oder Spezialitäten. Ihr nehmt... Spezialitäten. Ja. Spezialitäten. Philippinischer Ketchup unterscheidet sich von handelsüblichem Ketchup, Tomatenketchup, denn er A. wird aus Bananen hergestellt, B. ist so dickflüssig, dass er mit dem Messer geschnitten wird oder C. schimmert grünlich durch Oxidation der enthaltenen Säure. Hast du irgendeine Ahnung? Ihr habt ja eh noch einen Joker, ne? Aber schau mal. Ja, ich schaue. Ja. Die Philippinen an sich. Genau. Also, wenn es dickflüssig wäre, ja, macht er ja als Soße im klassischen Sinne wenig Sinn. Also, ein Ketchup, damit verbinde ich, dass man etwas flüssig verteilt. Wenn es aus Bananen wäre, könnte es zumindest noch eine Art Brei sein. Aber wenn es so dickflüssig ist, dass er mit dem Messer geschnitten werden muss,
dann ist es ja eher wie so eine Leberwurst-Konsistenz. Das ist ja ein Reiben. Leberwurst oder so ein Gelee. Okay, also würdest du, was sagst du denn zu der Banane? Könnte ich mir schon eher vorstellen. Aber hat ja auch dann, obwohl, Banane sehr stark pürieren, bisschen Wasser mit dabei, geht schon. Aber ist nicht das Grünliche das, wo man eher sofort hin... Wer ist bei C? Schimmert grünlich durch Oxidation der enthaltenen Säure. Ihr müsst euch ja nur überlegen, was ihr antworten würdet, genau, wenn das Publikum es nicht weiß. Genau das ist es, was wir gerade tun. Ja. Also Oxidation wäre so... Kannst du dir vorstellen? Ja, also nur so vorstellen. Viel. Also Ketchup ist ein asiatisches Gericht. Im Gegensatz zu Chop Suey, was in Amerika erfunden wurde, kommt Ketchup aus Asien. Es man denkt, es ist umgekehrt. Naja, doch, weil es könnte ja eine Variation davon sein. Also, dass der Ur-Ketchup eigentlich so dickflüssig ist, dass man ihn schneidet. Ja, oder er wird gar nicht aus Tomaten hergestellt, der Ur-Ketchup. Nur der Europäer. Weil die Tomate ist ja eher eine südamerikanische Pflanze oder amerikanische Pflanze. Aber auf den Philippinen keine Tomaten. Es geht ja am Ende darum, wer von unseren beiden prominenten Gästen hier ins Halbfinale einzieht. Martin Rütter oder Viktoria Swarovski. Ist die Tomate, gibt es auf den Philippinen keine angebauten Tomaten? Dann wären wir echt einen großen Wir Zeit fragen haben. Das Publikum. Ja, wir entscheiden uns nur vorher für eine eigene Sache. Das wäre die Überlegung. Oh, der Bernhard wird giftig. Der muss gleich der Martin muss den Maulkorb ranhalten. Ja, also was würdest du? Ich glaube, der Bernhard hat immer noch Schlafmangel. Ja, genau. Würdest du A, also du würdest A oder C? Und du bist eher für C, oder? Würdest du denn auch B genau wie ich ausschneiden? Ja, das würde ich ausschließen. Weil es zu mach doch schon mal hell hier am Publikum. Es gibt ja auch bei Ketchup gibt's ja verschiedene Konsistenzen. Deshalb würde ich das fände ich jetzt. Oder? Ich finde A besonders und C, ja, ist halt so. Aber ich würde, eher A nehmen. Mhm. Okay, wir nehmen das Publikum. Weil man das Süßliche auch. Wer kennt sich hier mit philippinischem Ketchup jetzt aus? Geht's los. Wer jetzt war schon Fragen, mal da? Wer hat ihn schon mal genossen, probiert, gekauft, verschenkt, bestellt, wieder zurückgegeben? Wohin? Keiner? Ihr seid eine schöne Hilfe. Nein, vielen Dank. Nein. Besser, alles gut. Vertraut euch. Und ja, die wollen auch nichts falsch machen. Man muss auch dem, das ist wirklich dumm, also auch noch die letzte Frage, die nicht ganz unerheblich ist fürs Finale. Insofern, okay. Nein, jemand. Okay. Entschuldige also, mal eben. Du hast ja eine Sekunde noch mal eben. Der denunziante Schwattenlack, der junge Mann da, hat ja jetzt mehrmals auf dich gezeigt. Ach so, einfach so, weil er sagte, die Freunde soll mal ins Fernsehen. Aber Ach so, die sind gar nicht zusammen. Du solltest auch nicht irgendjemand reinquatschen, wenn nein, nicht deshalb, hier, deshalb genau, frage ich ja. Vielleicht ist sie tot, sie weiß es wahrscheinlich total sicher, aber nee, er möchte nur, dass sie aufsteht einfach. Ach. Er möchte sie mal im Stehen sehen. Ja. Aber wenn du weißt, was sie sagt, dann steh du doch auf. Nein! Du hast die Nummer aufgerissen. Super. Jetzt soll er sich nicht beschweren. Du hast die Nummer selber aufgerissen, Martin. Hallo. Moin, hi. Wie heißt hi. Du? Dennis, hi. Mit wem das du bist? Deine Freundin, Dennis? Ah, nö, das ist eine Freundin. Eine von den vielen. Sehr guter Mann. Wie viele hast du denn von Dennis? Nein, du kommst hier aus Hamburg, aus dem Norden irgendwo? Genau, ich bin aus Hamburg. Was machst du? Studierst, arbeitest? Ich habe studiert, ich bin Informatiker. Okay, sehr gut. Dennis, da ist man ja vielleicht auch eine ganze Menge im Netz unterwegs. Ja. Hast du schon mal was vom philippinischen Ketchup gehört? Oh. Alter Schwede. Okay. Jetzt liegt es in der Natur des Jokers, wenn er denn dann einmal aufgestanden ist, dass er eine Antwort einloggen muss. Aber so zwischen A oder C würde ich C sagen, aber es ist... Okay. Das klingt aber plausibel. Also. Okay. Das war ja auch die Tendenz, die ihr auch hattet. Okay, C ist eingeloggt. Dennis, Martin, Bernhard, letzte Frage. Als weite Teile der Philippinen Anfang des 20. Jahrhunderts unter US-amerikanischer Verwaltung standen, führten die Amerikaner Ketchup ein. Um die Philippinen unabhängiger von importierter Ware zu machen, entwickelte die Lebensmitteltechnikerin Maria Ilagan Rosa in den 1920er Jahren eine eigene Version der Gewürzsoße. Tomaten waren auf den Philippinen knapp, Bananen hingegen gab es reichlich, sodass Rosa einen süßlichen Ketchup auf der Basis von Bananen erfand, den sie rot einfärbte. Heute ist der süßliche Bananenketchup ein fester Bestandteil der philippinischen Küche. Dennis, gräme dich nicht, du bist nicht freiwillig aufgestanden. Du wurdest gezwungen, wir waren alle Zeuge. Sie hat A getippt. Warum hast du denn nicht A gesagt? Dein Ernst?
Ey, aber Bernhard hat doch gesagt, ich du sollst sag das mal sagen, was so, sie denkt. Ne? Selber schuld, 2.500 Euro Schatz. Bleiben es. Schön. Bei euch sind es 2.500 Euro, aber es können 3.000 werden. Ja. Als U2-Frontmann Bono sich 1987 bei einem Konzert in München mehrmals auf der Gitarre verspielte, A, warf er die Gitarre ins Publikum und traf Uli Hoeneß am Kopf. B, verbot er Songs mit mehr als 3 Akkorden bei U2-Konzerten. Oder C, übernahm der junge Michael Mittermeier seinen Part auf der Bühne. Welcher war's? Du nickst schon so, du weißt es. Ja, ich meine, das war C und dann durfte Mittermeier später mal im Vorprogramm von U2 sein Stand-Up-Programm. Das hört sich gut an. Also A, nur kurz, mal ganz kurz, ja. Uli Hoeneß würde, glaube ich, nie vorne stehen irgendwo. Der sitzt in irgendeiner Loge und haut sich Würstchen rein. So viel Klischee. B, es gibt definitiv auf U2-Konzerten Songs mit mehr als 3 Akkorden. Ja, und ich meine die Geschichte, da durfte er dann auf die Bühne und hat ein Vorprogramm gemacht. Also ja, deswegen cool. Ist es C. Okay. Okay, 5 richtige Antworten habt ihr schon, kommt die 6. jetzt dazu. Am 21. Juli 1987 spielte U2 ein Konzert in der Münchner Olympiahalle. Frontmann Bono verspielte sich jedoch mehrmals bei dem Coversong People Get Ready. Daraufhin wandte er sich ans Publikum. 1987, ich war gerade so 8 Jahre alt. Ich war weltgrößter U2-Fan, bin es immer noch. Und Bono hat gefragt, wer kann besser Gitarre spielen als ich? Ja, tja, blieb nur ich übrig. Ich habe mich gemeldet, ich durfte auf die Bühne, ich durfte mitschirmen bei People Get Ready. Und es war einer der energetisch tollsten Momente überhaupt meines Lebens. Und ich bin immer noch ready, aber sowas von. Also, und jetzt schauen wir mal, was ihr sonst noch wisst. Servus. Es ist richtig. Und damit nochmal 500 Euro. Wir haben folgenden Zwischenstand vor dem Finale. Martin Rütter und Bernhard haben 2.500 Euro auf dem Konto. Viktoria Swarovski und Elton 3.000 Euro. Und wir kommen jetzt zu unserer ersten Masterfrage. Die erste Entscheidung in Runde 1. Die Kategorie, aus der die erste Masterfrage kommt, ist Sterne. Es wäre eher eine Kategorie für DJ Ötzi. Martin Rütter oder Viktoria Swarovski, wer zieht heute Abend als erstes ins Halbfinale ein? Beide Teams haben gesetzt. Hier ist die erste Masterfrage in unserem Wer weiß denn sowas? XXL. Die Sternkonstellation Großer Wagen heißt in Frankreich A. Teleskop, B. Fliegender Fisch oder C. Großer Stieltopf. Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. Beide Teams haben ihre Antwort eingeloggt, haben Geld gesetzt. Wir schauen zuerst, wie viel Geld die Teams gesetzt haben. Martin Rütter und Bernhard haben 2.500 Euro erspielt und haben davon gesetzt 500 Euro. Viktoria Swarovski und Elton haben gesetzt 2.500 Euro. Auf welche Antworten wurde getippt? Team Bernhard tippt auf Antwort B, Team Elton tippt auf Antwort C. Ja? Keine Ahnung, ich hätte zugenommen, ne? Aber ist egal, weil das hätten wir. Das Teleskop ist ein Sternbild des Südhimmels, südlich des Schützen. Fliegender Fisch, Sternbild des Südhimmels auf. Fliegender Fisch, falsch.
Und der große Wagen heißt im Französischen Grande. Ja. Ja, ne? Grande. Grande Wagon. Oder auch Grande Casserole. Der große Stierkopf. Antwort C ist die richtige. Und damit gewinnen Victoria Swarovski-Melken 5.500 Euro. Das heißt für jeden von euch 98,21 Euro. Mann, 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 was ein Einstieg. Und liebe Victoria, du bist die Erste, die ins Halbfinale einzieht. Herzlichen Glückwunsch. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Martin, ach, viel Erfolg für die Tour. Ja, geht ja jetzt los. Ja. 1. November, glaube ich. Ne? 1. November geht es los. 150 Städte. Der will ja nur spielen. Also schaut gerne mal vorbei. Danke, dass du heute unser Gast warst. Martin Rütter, meine Damen und Herren. Dankeschön. Einfach hier, nach vorne. Jo. Victoria Swarovski als Erste im Halbfinale. Und zwei Plätze sind noch frei. Und wer da jetzt Platz nimmt, das klären wir in Runde 2. Gleich bei Wer weiß denn sowas XXL. DJ Ötzi gegen Adel Tawil. Und jetzt in Runde 2 Miroslav Nemetz gegen Adele Neuhauser. Herzlich willkommen in Runde 2, Adele Neuhauser und Miroslav Nemetz. Schön, dass ihr da seid. Nehmt Platz. Herzlich willkommen euch beiden. Zwei überaus bekannte, beliebte Schauspielerinnen, Schauspieler aus natürlich besonders bekannt dem Tatort hier in Deutschland. Ne? Viele, viele Folgen schon haben wir gesehen. Aber ihr habt noch nie etwas im Tatort zusammen ermittelt. Vielleicht wir kommt haben das viel noch. Darüber geredet. Ja. Wir hätten auch einige Ideen. Aber es hat sich noch nicht ergeben, Produktionstechnik. Vielleicht aber mal vielleicht zu einem Jubiläum. München ist zu weit von Wien entfernt. Ja, vielleicht mal zu einem Jubiläum. Das ne? ja, ist ja vielleicht. Heute unsere 30. Ja, genau. Ausgabe. Schauen wir das schon schön. Mal an Anfang. Genau. Ne? Ihr habt demnächst die 90. Ja, der ja. Weihnachtstatort am 26. Dezember. Ja, im Dezember kommt unser 90. Das ist ein Jubiläum, 90. Tatort. Der heißt Mord unter Misteln, geht ein bisschen in Agatha Christie-Richtung. Ja. Ihr kennt ja dieses Krimi-Dinner alle, wie man das spielt. Und es geht zeitlich versetzt England 1920. Mhm. Und Udo und ich sind verkleidet als Constable und Chief Inspector. Wow. Ach. Und es wird, glaube ich, sehr lustig. Jetzt schon gespannt. Es wird auch viel experimentiert Fall. Beim Tatort. Ja. 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 Und Bernhard, falls die Kategorie Musik dabei ist, ne, da ist Miro auch richtig bewandert. Ne? Ja, du hast am Mozarteum in Salzburg studiert und hast studiert, eine ja. Band mit allen drum und dran und so. Ja. Also, ich sag's aber nur noch mal. Du weißt, wenn ich's dann nicht kann, dann ist es besonders peinlich. Ja, ja, also ja. Schauen wir mal. Wir werden sehen. Viel Spaß euch beiden. Miroslav Nemetz und Bernhard. Ja, alles gut. Wann habt ihr das nächste Jubiläum mit dem Tatort Wien? Oh mein Gott, ich zähle nicht mit. Wir, auch Harry zählt nicht mit. Also wir haben schon einige Jubiläen. Also wie ich dazu gekommen bin, war schon ein Jubiläum. Und es kommen immer wieder neue. Wir halten durch, bis wir im Rollator... Nein. Schauen wir mal. Ja. Hast du ansonsten so ein Themengebiet, wo du sagst, so ein Steckenpferd? Kunst. Das liegt in der Familie. Das liegt in der Familie. Das heißt nur nicht, dass ich wirklich Ahnung davon habe. Ich habe eine Sensibilität für Künstler generell. Für schöne Dinge. Für schöne Dinge. Vermehrt, Schönes. Ja. Genau. Ja. Aber nein. Also wenn ich so die erste Runde anschaue, weiß ich nicht, ob ich so grandios gewonnen hätte. Aber ihr könnt so befreit aufspielen. Die haben ja die Taschen jetzt schon voller Danke. Geld. Ja, die sind jetzt schon... Ich bin schon satt. Ne? Also auch euch beiden viel Spaß, viel Erfolg. Adele Neuhauser und Elton.
Wenn Sie gerade zugeschaltet haben, dann schauen wir noch mal gemeinsam auf die Publikumsverteilung, denn das ist ja durchaus also wichtig, hat ja einige Konsequenzen. So hinter Miroslav Nemec und Bernhard sitzen 61 Zuschauerinnen und Zuschauer. Hinter Adele Neuhauser und Elton 56. Und so steigen wir jetzt ein in Runde 2. Hier sind die nächsten 12 Kategorien. Hier ist die Wand. Kategorien in Runde 2 sind damals Trick 17, in der Wüste, Zahlen bitte, Kirmes, Sonne, Mond und Sterne, Dinosaurier, Straßenverkehr, das Fragezeichen, total genial, Wahnsinn des Tages und guten Morgen. Es bleibt dabei, jede richtige Antwort 500 Euro, ein Publikumsjoker für beide Teams und das Team, das mehr Zuschauerinnen und Zuschauer hinter sich hat. Darf die erste Kategorie auswählen, das seid ihr. Straßenverkehr. Was? Straßenverkehr? Ja, das sind so Straßenverkehr-Thema. So Sachen. Hm. Okay. Die erste Frage in dieser Runde. Was passiert, wenn Temposünder in Österreich nach Erhalt einer anonymen Verfügung mehr als angegeben überweisen? A. Der Überschuss wird an staatliche Einrichtungen gespendet. B. Die Differenz wird auf das nächste Bußgeld angerechnet. Oder C. Das Bußgeld gilt als nicht bezahlt. Österreich. Das sage ich nur. Geht ja schon los. Was ist denn eine Anonymverfügung? Eine Anonymverfügung. Hm. Das ist quasi mit dem deutschen Strafzettel. Also Strafzettel. Das ist ein Strafzettel. So. Eine Knolle. Ich würde nur B ausschließen. B, wenn da so eine Art Bußgeldkonto hat, dann machst du einen Dauerauftrag und dir dann keinen Kopf mehr. Dann fährst du öfter durch Österreich. Lass mal Konto überziehen. Ich könnte mir das mit der staatlichen Einrichtung schon vorstellen. Also, was ist denn eine staatliche Einrichtung? Doch bestimmt nicht ein Bürgermeisteramt. Eine staatliche Einrichtung kann auch ein Krankenhaus. Wir reden dann schon von einer sozialen Einrichtung. Kindergarten und sowas, davon reden wir. Das würde ich sagen, oder Schulen. Oder weil das Bußgeld gilt als nicht bezahlt. Wäre jetzt so eine Formalie, aber A ist ja eine tolle Idee. Das ist eine tolle Idee. Weil vielleicht leitet das auch Leute an, motiviert sie, es zu überweisen, aufzurunden, mehr zu überweisen, als dass man so eine... Ich könnte es mir vorstellen, Österreich. Ich weiß es nicht, aber ich wäre so bei... Kannst du dir A? Würdest du da mitgehen? Naja... Was heißt überzahlen? Schau mal. Überwiesen. Mehr als angegeben. Im Sinne also, von, du sollst 30 Euro zahlen und zahlst 40. Also, erstmal, wer macht sowas? So. Gehen Sie davon aus. Das Einzige, was sein kann, ist, dass das digital gemacht wird und dann wird das, du musst das korrekt bezahlen, weil korrekt ist korrekt. Wir sind in Österreich. Ja. Das ist deshalb schon zwischen A und C. Wir können aufs Publikum fangen, weil vielleicht war jemand da. Wir das können das machen. Sein. Aber weißt du, ich schwanke zwischen A und C. Du schwankst. Und wenn ich jetzt bei B nochmal nachdenke, natürlich wäre das mir nicht unvorstellbar auch. Also wir schwanken zwischen A, B und C. Und wir fragen das Publikum. Wir fragen das Publikum. Sonst würde ich einfach Österreich, ich würde 10 nehmen, so rechtlich, du musst es korrekt bezahlen. So, sehr gut. Mal gucken, grüß dich. Du Stefan, es gibt da in Amsterdam am Flughafen so eine Uhr. Genau, da wäre ich auch aufgestanden. Da wärst du auch aufgestanden, okay. Wo kommst du her, Stefan? Aus Hamburg. Aha. Was machst du beruflich? Ich bin Logistiker. Ah, Logistik auch im Sinne von also Fernfahrten und sowas? Ja, okay, dementsprechend auch schon mal durch Österreich gefahren? Durchaus. Auch schon mal eine Anonymverfügung bekommen? Nee. Aber du weißt die Antwort? Ich denke, es ist C. Weil ich glaube, A und B macht keinen Sinn. Alles klar. Stefan, ein Mann der Tat, ein Mann der Entscheidung. Antwort C. Okay. In Österreich wird bei Geschwindigkeitsübertretungen eine sogenannte Anonymverfügung an eine Person verschickt, die die Behörde für den Temposünder hält oder davon ausgeht, dass die Person den Schuldigen kennt. Sie ist vergleichbar mit dem deutschen Strafzettel. Wichtig ist, die Verfügung fristgerecht zu zahlen, da eine Nichtzahlung ein Strafverfahren nach sich zieht. Dabei gilt, dass die exakte Strafsumme gezahlt werden muss. Wird zu viel Geld überwiesen, gilt die Strafe als nicht gezahlt. Diese Erfahrung machte ein Wiener Autofahrer, der statt 56 57 Euro überwies.
Wie der österreichische Verwaltungsgerichtshof 2015 entschied, galt die Strafe als nicht bezahlt. Für eine ordnungsgemäße Bezahlung müssen sowohl Identifikationsnummer als auch Bußgeld übereinstimmen, um korrekt zugeordnet werden zu können. Beste Hilfe, Glückwunsch, richtige Antwort. Essen 500 Euro für Team Bernhard und die erste Kategorie für Adele und Ed. Also wir hatten ja schon ein bisschen Zeit, uns was zu überlegen. Guten Morgen, würde ja. ich sagen. Ja? Ja, es fühlt sich gerade so an. Wer nach dem Weckerklingeln die Snooze-Taste drückt und wieder einschlummert, sollte wissen, dass A. ein lauter Weckton die morgendliche Lichtempfindlichkeit steigert. B. sich dreimal wecken zu lassen ideal ist, um sich erholt zu fühlen. Oder C. der Körper nicht genügend Cortisol zum Wachwerden ausschüttet. Also ich... Die Snooze- oder auch Schlummertaste, ne? Ja, aber also ich würde B schon einmal ausschließen, weil dreimal wecken, das... Nee, da bist du total erschlagen. Wenn du dich nochmal umdrehst, ich kenne okay. das. Okay. Also, und ein lauter Weckton... Ihr habt ja so einen Drehtag, manchmal müsst ihr ja sehr früh oh, raus, oh ne? Mann, zwischen 4 und 5 so im Schnitt. Wie viel Wecker stellst du dir dann? Wie viel? Nicht, nur einen. Ja? Und ich wache immer vor dem Wecker auf, interessanterweise. Im Urlaub auch. Auch. Ich habe ja nie Urlaub. Nein, nee, also ein lauter Weckton, die morgendliche Lichtempfindlichkeit steigert. Ich würde da aufgrund der Fragestellung A ausschließen, weil ja. es geht ja wirklich darum, du wirst geweckt mit dem Wecker und drückst dann wieder die Schlummertaste, weil du weißt, in 10 Minuten klingelt der nochmal ja. und schlummerst halt dann wieder ein. Was hat denn das mit dem lauten Wegtun an sich zu tun, dass du dann wieder einschlummerst? Dann hätte da, wer morgens geweckt wird, der muss wissen, dass ein lauter Wegtun, also A ja. würde ich aufgrund der Fragestellung schon streichen. Bin ich da deiner Meinung. Ich würde auf C tippen. Du würdest auf C tippen? Ehrlich, ja. Da kann C ruhig sein. Also kann sein. Wir nehmen C. Noch ja. schlechter ist, wenn man zwischen dem ersten Wecken und dem wieder einschlummernden Mettbrötchen hatte. Wer morgens nicht ausgeschlafen ist, empfindet die Snooze-Funktion bei Weckern mitunter als Segen. Für den Körper kann es allerdings eher Stress bedeuten. Wenn der Körper nach dem ersten Erwachen wieder einschläft, bildet sich weniger Cortisol im Körper. Das Stresshormon sorgt normalerweise dafür, dass wir wach werden. Stattdessen schüttet der Körper das Schlafhormon Melatonin aus. Klingelt der Wecker erneut, wird nicht genügend Cortisol ausgeschüttet und das Aufstehen wird umso schwieriger. Sehr guter Einstieg. Ja. Die ersten 500 Euro für Adele Neuhauser und Elton. Sehr gut, sehr gut. Ja. Nächste Kategorie. Lacht dich irgendwas an? Hm. Damals. Ja, damals. Damals. Ist auch eine Weile her. In ja. Bremen wurde im Mittelalter vor dem Bierbrauen ein Ausrufer eingesetzt, damit A. restliches Bier vom letzten Brauen abgegeben werden konnte, B. die Anwohner rechtzeitig ihre Fenster schließen konnten oder C. Menschen ihr Geschäft nicht in der Weser verrichteten. Restliches Bier vom letzten Brauen abgegeben werden konnte. Das kann ich mir vorstellen, dass man mit der alten ja. Hefe neue Hefe ansetzt, dass den ja. Brauvorgang... Ja. Das würde für mich einen Sinn, ja. Sinn ergeben. Zweck machen. Abgegeben werden konnte. Zweckdienlich. Die Anwohner rechtzeitig ihre Fenster schließen konnten. Ja, das ist Quatsch, da brauchst du keinen Ausrufer. Das ist ein Ausriecher, das reicht ja. völlig aus. Stift, Fenster zu, fertig. Menschen ihr Geschäft nicht in der Weser verrichteten. Also weil ich sie glaube, das Wasser aus der Weser genommen haben zum Bierbrauen. Ja, aber glaubst du wirklich, Achtung, wir brauen und dann drehen sich alle schnell um oder was? Und der ganze ja. Rest, da geht ja die gesamte Abwasser. Das ist, also C ja. würde nichts bringen. B, finde ja. ich, ist egal. Aber ich kann mir das A, nicht... Ne? Ja, ne? A, ja, ich A, denke, A, A. Würden wir denken. Sehr gut. Konzentrieren ja. wir uns aufs Weserliche. Die Zeit der Hanse vom 13. bis zum 17. Jahrhundert war auch die Hochzeit der Bremer Brauereien. Bis zu 250 kleine Brauereien zählte die Stadt und das Bier wurde in zahlreiche Länder an Nord- und Ostsee exportiert. Vor allem im Mittelalter wurde das Wasser zum Brauen hauptsächlich aus der Weser entnommen. Damit an den Brautagen die Bremer nicht ihr Geschäft im Fluss verrichteten, wurden Ausrufe eingesetzt, die bis ins 18. Jahrhundert die Worte verbreiteten: Heute wird bekannt gemacht, dass keiner in die Weser kacket. Morgen wird gebraut.
Wir waren fast dran. Also das Absurde. Das haben wir ja sehr ausgeschlossen. Das Absurdeste ja. ist ja, ja. Manchmal gab es nur Dunkelbock. Aber ja. Es bleibt bei 500 Euro. Nächste Kategorie. Wir gehen auf die Kirmes. Auf die Kirmes. Wir gehen auf die Kirmes. Mhm. Was galt im Gegensatz zu heutigen Achterbahnen für die ersten Vertreter im 19. Jahrhundert? A. Sie hatten keine Räder und fuhren auf sich drehenden Walzen. B. Loopings waren rund und nicht tropfenförmig konstruiert. Oder C. Gäste mussten wegen fehlender Bremsen in Netze abspringen. Oh Gott. Also das ist eine richtige Herausforderung auf die Kirmes. Also das mit den Netzen kann ich mir nicht vorstellen. Im 19. Jahrhundert. Haben die da schon so ein Tempo gehabt, dass die Loopings machen konnten? Nee, das würde ich auch ausschließen. Das glaube ich auch nicht. Die haben ja keine Haft, also aufgrund auch trotz Geschwindigkeit. Es muss ja irgendwie eine Sicherheit. Ja. Also das, ich würde auch Looping erstmal ausschließen. Das würde ich auch. Ich glaube an diese Walzen, ehrlich gesagt. Sie hatten keine Räder und fuhren auf sich drehenden Walzen. Ja, das heißt, also eine Achterbahn hat ja an den Seiten die Räder, damit die auf den Schienen auch gehalten werden und geführt werden. Ja. Darum sind ja jetzt die Räder da. Bei den Walzen, wenn die durchgängig... Dann rutscht es weg, meinst du? Rutscht es weg und ich glaube auch zu hoher Widerstand. Wenn da immer Walze an Walze ist, die drehen sich zwar, haben zwar auch Energie, aber wenn da Walze an Walze ist, ist es ja trotzdem ein Widerstand. Ja. Ich kann mir blöderweise vor, weil die waren ja auch nicht so wirklich schnell... Dass die Gäste in die Netze am Ende der Fahrt, wo es ja eh ein bisschen langsamer ist, ja. in Netze am Springen. So blöd es auch klingt. Aber ich würde nur B komplett ausschließen. Also A kann natürlich sein. Aber im 19. Jahrhundert, wenn man sich die Kleidung vorstellt, wenn die Damen da in ihren langen, dass die dann abgesprungen sind mit Schirmchen. Was macht keinen Sinn, dann hast du vielleicht recht. Wenn das nur eine kleine Achterbahn ist, dann kann das ja mit Walzen natürlich, kann das sein. Dann ist der Widerstand nicht allzu schlimm. Weil du hast vollkommen, hast mir recht gegeben, du hast recht, mit den Klamotten, ja, also ich weiß nicht. Mit Zylinder und Ding und das macht, stimmt, das kann dann. Also ihr wollt euch selber entscheiden? Wir wollen selber entscheiden, du warst auch bei A. Ja, dann bleiben dann wir bei A. Nehmen wir A, genau. Schauen wir mal zurück. In Coney Island, New York, wurde bereits Ende des 19. Jahrhunderts mit der Flip-Flap Railway eine Looping-Achterbahn mit kreisförmiger Schleife entworfen. Die 1901 ebenfalls dort gebaute Bahn Loop the Loop war ein erster Versuch, Loopings mit einer tropfenförmigeren Bauweise zu konstruieren. Der Grund? Durch die runde Loopingform wirken starke Gehkräfte auf die Insassen und so verursachte die Fahrt oft Nackenverletzungen. Loop the Loop scheiterte jedoch an der noch nicht ausgereiften Technik und so wurde erst in den 1970er Jahren eine wirklich tropfenförmige Konstruktion möglich, durch deren längeren Anstieg die Beschleunigung und somit die Kräfte, die auf die Passagiere wirken, deutlich entschärft werden. Was dazugelernt. Ja. Es bleibt bei 500 Euro. Hätte ich aber auch nicht gedacht, dass ich da schon Looping überhaupt kann. Nächste Kategorie. Trick 17. Okay. Wodurch lässt sich verhindern, dass sich die Saiten einer akustischen Gitarre beim Spielen plötzlich verziehen? Das weißt du doch, oder? Boah. A. Kerben in der Leiste am Griffbrett mit einem Bleistift bemalen. B. Vor jeder Neubespannung alle alten Saiten entfernen. Oder C. Den Gitarrenhals vor dem Spielen mit einem Föhn anwärmen. Spielst du Gitarre akustische? Ja, auch. So. Aber dass sie angewärmt werden, will ich gar nicht hören. Ich auch, aber dass sie angewärmt werden, würde mir durchaus einleuchten. Weil? Wodurch lässt sich verhindern, dass sich die Saiten einer... Pass auf, beim Spielen plötzlich verziehen. Weil wenn du spielst, erzeugst du Reibung, erzeugst du Wärme. Wenn der Raum kalt oder warm ist, merkst du auch beim Cembalo oder beim Klavier, wie es sich... Verstimmen. Beim Cembalo besonders, ich habe welche gestimmt am Mozarteum. Und wenn du das Fenster aufmachst, dann kommt ein Zug, dann kannst du gleich nachstimmen. Ach. So, also Wärme, Kälte. Finger, griffweise, Gitarre. Erwärmt, kühlere Saiten, kühlerer Griff, vielleicht der Föhn. Also vor jeder Neubespannung alle Saiten entfernen, alle alten
wenn du eine neue aufziehst, die verstimmt sich durch die Dauer. Die musst du immer nachziehen. Alle. Aber nicht alle. Sie alle neu bespannst, musst du sie alle wieder immer nachziehen. So. Also ist B sogar kontraproduktiv. Es wäre das heißt, wenn du nur eine ersetzt und die anderen alten lässt, klingen wenigstens 5 Anschläge gut. Ja, ja. Und die eine verzieht sich dann wahrscheinlich. Genau. Kerben in der Leiste am Griffbrett mit einem Bleistift heißt der Graphit. Also, ja. Wo sind denn da Kerben? Sind denn Kerben das in der Leiste? Das sind Griffe, das sind nur... das sind eben keine Kerben, das sind so Hubbel, sind, diese ja, Stege. Ja. Stege. Stege. Genau. Wie viele Instrumente spielst du? Ich habe begonnen mit Klavier, dann Gitarre und dann Schlagzeug und dann habe ich Posaune gelernt und Altbarockflöte habe ich gelernt. Du, wow. Toll. Aber gelernt. Gelernt und dann, also dann wieder gelassen. Ganz ehrlich, wenn du... Posaune, du bist brutal. Also, was machen wir? Ja, da, so Film, wie du das erklärt hast. Ich würde 10 nehmen. Also ich würde auch 10 nehmen. Du auch? Ja, ja. Ich habe schon Klavier gehört, ich habe schon... Ja, sehr gut. Auch Schlagzeug Klassik, gehört. Modern, schon alles. Total viel gehört. Sehr gut. C. Um das Risiko zu minimieren, dass sich Gitarrensaiten ungewollt verziehen oder gar reißen, sollten Sie beim Stimmen der ausgeübten Zugkraft möglichst reibungslos nachgeben können. Da Graphit Reibungen minimiert, empfiehlt es sich, die Kerben in der Leiste am Ende des Griffbretts, dem Sattel, vorher mit einem Bleistift zu bemalen. Ja, du. Aber wenn du das noch nie gesehen hast, dann war das ja sehr, das sehr gut, dass du heute dabei bist. Lehrreich. Ja, wir haben was gelernt. Für uns beide. Natürlich für uns beide. Es bleibt bei 500 Euro. Ja, das nächste Kategorie für euch. Total genial. So. Womit lässt sich auch ohne 1-Euro-Münze ein Einkaufswagen mit Schlitz entsperren? A. EC-Karte, B. 2 5-Cent-Stücke oder C. gefalteter Kassenbon? Gott, das habe ich noch nie gemacht. Womit lässt sich auch ein Einkaufswagen? Das Problem kennt jeder, ne? Man geht zum Supermarkt, man möchte einen Einkaufswagen. Immer seltener eigentlich, dass diese Einkaufswegen versperrt sind. Ja, viele haben es auch frei, das stimmt. Also die EC-Karte würde ich ehrlich dann nicht reinstecken. Kai, kannst du mal das googeln und fragen, ob die 2 5-Cent-Stücke haben? Die haben, glaube ich, nur Großgeld nach der ersten Runde. Ich wollte mal nur wissen, wie dick die ungefähr sind. Aber 5 Cent. Ich glaube, das hat mit der Dicke tatsächlich gar nichts zu tun. Nee. 5-Cent-Stück ist ja auch wesentlich kleiner als ein Euro-Stück. Pass auf, es geht ja nur darum, das Ding zu entsperren. Das heißt... Das bleibt aber dann drin. Naja, nein. Nee, eben nicht. Das ist ja die Frage. Es geht ja nur darum, das Ding zu entsperren. Ja, ja. Nicht, dass es drin bleibt oder nicht, nur dass vorne das Ding rausflutscht. Der Sicherungshaken. Wie löst du also quasi diesen Sicherung? Also ich kann mir das bei der EC-Karte ein bisschen vorstellen, wenn du die Ecke nimmst und reinsteckst, bis es halt klack macht und dann fällt es raus und nimmst die EC-Karte wieder. Das geht sich, glaube ich, nicht aus mit der, nee? Mit der Form. Es geht ja nur um die Spitze. Es geht nur um die Spitze, aber geht die so tief rein, wenn die, schau, das wenn du 2 5-Cent-Stücke reinschiebst, dann ist es schon sehr tief. Ja, ja, aber 2 5-Cent-Stücke würden ja nur funktionieren, wenn du die übereinander packst, weil hintereinander geht's. Naja, hintereinander. Ja, aber dann geht... Du meinst, du kannst gleich 1 Euro reintun? Also, nein, ich weiß nicht. Ach so, du machst den ersten rein? Ja, und dann den zweiten. Und dann den zweiten hinterher. Ich glaube, das könnte funktionieren. Okay. Und ein gefalteter Kassenbon, hat zu wenig Widerstand. Na, du kannst den schon richtig falten und dann ist der. Du kannst den auch sogar mit so einem Kassenbon Bier öffnen. Hä? Ja, ich meine, kommt drauf an, wie viel du eingekauft hast. Und kommt drauf an, was du eingekauft hast. Wenn du natürlich nur irgendwie einen Erdnussriegel kaufst, dann ist das nur der Kassenbon so klein, dann ist es eher schlecht. Sehr gutes Argument übrigens. Das steht da nämlich nicht. Deswegen, nee. Deswegen können das tatsächlich... Wie viel habe ich eingekauft? Vor allem, wenn ich schon eingekauft habe, dann brauche ich ja keinen Einkaufswagen mehr. Also, ja. Ich würde B nehmen. Würde ich jetzt auch nehmen, hast mich überzeugt. Wir nehmen B. Oh Gott, wenn das jetzt stimmt, dann haben wir was losgetreten. Wer im Supermarkt einen Einkaufswagen benötigt, aber weder einen Chip noch eine 1-Euro-Münze zur Hand hat, kann ersatzweise 2 5-Cent-Stücke verwenden.
Dabei die Münzen leicht versetzt aufeinander legen und in den für den Chip vorgesehenen Schlitz stecken. Der Wagen löst sich problemlos von der Kette. Also sie werden versetzt voneinander. Ja, also ein bisschen versetzt voneinander. Dann funktioniert das. Bei euch sind es mehr als 2x5 Cent, die oben drauf kommen. Ihr steht bei 1.000 Euro. Hier gibt es auch die Taschenspielertricks. Nächste Kategorie. Dinosaurier. Ja. Ja. Wir haben da mal was vorbereitet. Ein Ei. Bestimmte Öffnungen im Schädel eines Tyrannosaurus Rex sorgten dafür, dass A. er im Regen ohne Trinken auskam, B. sein Gehirn bei der Jagd gut gekühlt blieb oder C. er sowohl löwenartig brüllen konnte, als auch vogelartig zwitschern. Ich kann mir vorstellen, weil die Löcher ja auch im Schädel waren, die wären ja mit einer Haut überzogen gewesen. Deshalb war ich zwar erst bei B, kann mir aber jetzt, was die Geräusche angehen, C durchaus vorstellen. Könnte ich mir auch, ja. Sehen bei der ich würde nur A ausschließen. Also als ob da, da läuft Regenwasser ins Ohr. Was? Ihr habt ja keinen Publikumsjoker mehr, den habt ihr erfolgreich eingesetzt. Ja. Genau, und sein Gehirn bei der Jagd gut gekühlt blieb. Was würde das denn bedeuten? Das hieß ja, muss ja Luft durch, das ist dann eher, hat eher was mit Blutgefäßen zu tun. Außerdem war das Gehirn nicht so relevant bei den Sauriern. Die waren etwas kleiner als man. Waren ja mehr so Vögel. Ich wäre bei C. Ich denke auch C. Ja, sowohl das ist. Ja. Das wäre ja auch überlebenstechnisch sehr gut, natürlich. Ja, das Rufen. In diesen Zeiten. Ja. Wir riskieren mal C. C. Ohne es jetzt wirklich zu wissen. Aber mal gucken. Dinosaurier, immer spannend. Immer spannend. Ja. Der Tyrannosaurus Rex war laut wissenschaftlicher Erkenntnis nicht nur Aasfresser, sondern auch Jäger. T-Rex hatte an der Oberseite seines Schädels große Löcher namens dorsotemporale Fenestra, die vermutlich Fettgewebe und Blutgefäße enthielten. Laut Forschenden der University of Missouri dienten diese besonderen Aussparungen vor allem dazu, Wärme abzuleiten und so ein Überhitzen des Gehirns zu verhindern, beispielsweise wenn die Saurier durch die Jagd heiß liefen. Umgekehrt konnte bei Absinken der Körpertemperatur Wärme aus der Umgebung aufgenommen werden. Ja, es ist Antwort B. Es bleibt bei 500 Euro. Ihr könntet euch ein Stück absetzen mit einer. Könnt ihr mir helfen? Ja, gerne. Wahnsinn des Tages. Wahnsinn des Tages. Wir haben auch Publikumsjoker. Ah ja, genau. Was war während der Live-Berichterstattung zum Amtsrücktritt des britischen Premierministers Boris Johnson im Juli 2022 zu hören? A. Die Titelmusik der Benny Hill Show. B. Der Live-Kommentar zum Eigentor einer Fußballpartie von 1996. Oder C. Ein Papagei, der immer wieder Boring, Boring schrie. Ach. Ja. Ja, gut, das kann das Publikum vielleicht gehört haben. Also wenn in England der Begriff Eigentor die gleiche Bedeutung hat wie hier, von wegen, da hat er sich ein Eigentor geschossen. Dann könnte das finde ich das sein. Sehr lustig. Ja. Also ich glaube nicht, dass er die Titelmusik zu Benny Hill war. Das wäre ja eigentlich ein Auftakt, aber nicht für einen Rücktritt, oder? Ja, aber es geht ja, Benny Hill Show war ja halt komplette Comedy. Das war ja wirklich, das ist, also ich weiß halt nicht. Also ich stehe da total an. Wo soll denn aber der Papagei denn auf einmal herkommen? Vielleicht im Studio, kann sein. Na, vielleicht einfach nur eingespielt. Wenn das Publikum nicht aufsteht, was würden wir nehmen, A oder B? Ich bin für A ganz lustig. Ich würde C, finde ich ein bisschen komisch. Benny Hill finde ich auch. Du warst dabei. Ich würde es lustig finden. Aber wir fragen jetzt Wir fragen das Publikum. Wir fragen das Publikum. Das hat bestimmt einer gehört. Gelesen. Oder nimmt uns jetzt die nimmt uns jetzt. Ha! Ja! Ja! Oh! Er ist auf jeden Fall sehr entschlossen aufgestanden. Ne? Das kann man sagen. Hallo. Hallo. Wie heißt du? Thomas. Woher kommst du, Thomas? Aus Neukirchen. Okay, mit wem bist du hier? Meiner Frau. Okay. Aber ich muss sagen, ich schaue mir ja immer die Menschen daneben an, wenn jemand aufsteht. Und sie hat das
sehr gelassen hingenommen, dass du aufgibst. Ganz im Gegenteil, die sagte, steh auf, Billy. Ja, also du weißt es. Ich meine, das war A. Okay. Woher glaubst du, das zu Wissen zu beziehen? Ich meine, ich habe es sogar gesehen. Also gehört und gesehen. Aha, okay. Aber dann? Gut. Ja. Was soll dann? Ja gut, aber das ist ja schon mal eine ganz gute Grundlage für die Beantwortung einer Frage. Man kann sich aber auch irren. Ja. Ja. Also wir schauen, Antwort A ist eingeloggt, Thomas. Am 7. Juni 2022 verkündete Boris Johnson seinen Rücktritt als britischer Premierminister. That there should be a new leader of that party and therefore a new prime minister. Die Berichterstattung verfolgte offenbar auch Schauspieler Hugh Grant. Der sah noch dramaturgisches Potenzial und fragte via Social Media einen Aktivisten, der sich mit einem Lautsprecher vor Ort eingefunden hatte, haben Sie zufällig die Musik von Benny Hill zur Hand? Damit war die Titelmusik des Slapstick-Klassikers The Benny Hill Show gemeint. Und so schallte die satirische Musik während der weiteren Berichterstattung live über die Sender. Whoever stands for the leadership, and nobody has obviously formally declared to that yet. Sorry about the noise here. I'll be looking for that in the next leader. Thanks, Steve. Very good to talk to you, Steve Bryan. Thomas, perfekt. Herzlichen Dank. Richtige Antwort. 500 Euro dazu. Und den Publikumsjoker gewinnbringenden Eingesatz. Ihr steht bei 1500. Für euch heißt es dranbleiben. In der Wüste zahlen bitte Sonne, Mond und Sterne und das Fragezeichen. Na, was so hättest du denn gerne? Zahlen nehmen oder so? Oh, Zahlen ist eine Schätzfrage, da würde ich gerne drum rumschiffen. Dann machen wir Sonne, Mond und Sterne. Sonne, Mond und Sterne, das klingt doch das gut. Das haben wir gerne. Das haben wir gerne, ja, genau. Kann ich dann das Hubble-Weltraumteleskop A. sendet alle zwei Monate die Mona Lisa als Testbild zur Erde. B. war in den ersten drei Betriebsjahren kurzsichtig. Oder C. wurde 1995 als beste Kamera für den Oscar nominiert. Hubble, Weltraumteleskop. Also ich weiß, dass die hochgeflogen sind, um es zu reparieren. Ja. Und deshalb, in dem Fall bin ich jetzt relativ sicher, dass es B ist. Mhm. War in den ersten drei Betriebsjahren kurzsichtig und deshalb sind sie raus. Ja, ja, da war irgendwas verzogen durch die Temperatur, dann haben die auf der Erde was nachgeschliffen, hochgesetzt. Sendet wobei ich C noch lustiger fände. Wurde 95 als beste Kamera für den Oscar, ja. Das war super, oder? Aber wir nehmen trotzdem B, Wir nehmen B. Okay. Ja. Gut. Ist doch ein gutes Gefühl, wenn man es sicher weiß. Als das Hubble-Weltraumteleskop 1990 in Betrieb genommen wurde, erschütterte es die Astronomiegemeinschaft. Ein Berechnungsfehler von 2,2 Mikrometern beim Schleifen des Hauptspiegels machte rund 85% des empfangenen Bildinhalts unscharf. Das Teleskop benötigte eine Sehhilfe. Im Dezember 1993 brachten Astronauten manuell Korrekturlinsen an. Fortan lieferte das in den ersten drei Betriebsjahren kurzsichtige Weltraumteleskop gestochen scharfe Bilder aus den Tiefen des Weltraums. Richtige Antwort. 1000 Euro. In der Wüste zahlen bitte oder Fragezeichen? Ja, Tiere oder Experiment. Stimmt. Wir nehmen das Fragezeichen. Ja, wir haben beides noch nicht gesehen. Wir haben da mal was vorbereitet. Okay. Im anderen haben wir das Tier, glaube ich. Okay, Gas, Flüssiggas. Oha. Jetzt sieht mir noch was sehr, sehr Kaltem aus. Ja. Hier ist die Frage. Wenn in ein abgedichtetes Ofenrohr flüssiger Stickstoff gekippt wird, entsteht ein Stoff, mit dem anschließend A. ein Tafelschwamm zur Explosion gebracht werden kann, B. ein Glas an einem Ballon an die Decke steigen kann oder C. eine Waschmaschine mühelos meterweit geschoben werden kann. Ich bin ja immer für Boom und Bang. Also ja. Ich wüsste zwar nicht, warum A klappen sollte, was der Sinn denn davon ist. B und C macht ja ein bisschen Sinn. Es wird Energie freigesetzt, entweder geht es halt nach oben oder zur Seite. Du kannst das Ding als quasi als wie so eine Art Pusterohr benutzen und das denn die Waschmaschine nach vorne schiebt. Du hattest bis jetzt immer ein gutes Bauchgefühl. Für was bist du? Wahrscheinlich kippen die auch gleich nochmal was nach, nehme ich mal an, weil das viel raus ist. Ich würde sagen, ein Klapp. Du meinst mit dem Glas? Ja, aber dann steigt das nach oben und dann. Also nee. Ich bin eher für A oder C.
A finde ich aber, ja, dann haben wir da einen Tafelschwamm, dann macht's Peng, ist schön. C ist natürlich richtig krass. Eine Waschmaschine ist schwer. Und wenn du umziehst, nimmst du dir das nächste Mal so ein Stickstoffding mit und schiebst sie bis zum nächsten auf. Ich wäre für C. Okay, ich vertraue dir. Ja? Ja. Du als Chemiker. Frage ist natürlich nur, die Waschmaschine ist natürlich auf Rollen oder wird die auf dem Boden? Aber kannst du jetzt nicht sagen, ne? Ich kann das nicht sagen, ne? Das Weil auf Rollen kann ich... Also, siehst du, auf Rollen kann ich die ja selber schieben. Naja, klar, eben. Da brauchst du keinen Stickstoff. Nein, also das glaube ich nicht, dass die Waschmaschine hier auf dem Boden zu schieben ist. So viel Energie wird da nicht. Sorry, ich nehme C nochmal zurück. Ist also, ja noch nichts eingeloggt, aber A, es wäre was? Schön, wenn jetzt Du hast A gesagt, oder? A oder B. Du findest B schön, ein Glas an einen Ballon an die Decke steigen kann. Naja. Aber ich bin, wenn, dann für Bam. Dann Bam. Gut, wir nehmen Bam. Wir nehmen A. Bam und nehmen A. Wir nehmen Bang, Bung, Bam. Bam. So, herzlich willkommen zurück, Markus Weber. Können wir da gleich mal sehen, was da passiert. Du kannst schon mal anfangen, Markus. Ja? Was passiert da gerade in dem Rohr und am Ende des Rohrs und überhaupt? Na, flüssiger Stickstoff ist sehr, sehr kalt, minus 196 Grad. Das ist ja allgemeinhin bekannt. Und wenn man ein Rohr so stark runterkühlt, dann passieren zwei Sachen. Zunächst mal bilden sich hier oben Eiskristalle aus der Luftfeuchtigkeit. Und dann schlägt sich der Luftsauerstoff hier an dem Rohr nieder, fließt runter in das Gefäß rein. Und hier haben wir tatsächlich Luftsauerstoff gesammelt. Also Luft besteht ja zu 20% aus Sauerstoff. Und weil wir auch atmen müssen, natürlich. Und das ist genau das Zeugs, was wir hier aus der Luft rausgeholt haben. Genau. Das funktioniert eigentlich ähnlich, wie wenn man ein kaltes Bier an Luft stellt. Kennt ihr das? Beschlägt. Das ist die Luftfeuchtigkeit. Und hier ist das eben der Luftsauerstoff, der an dem extrem kalten, flüssigen Stickstoff kondensiert und dann runtertropft. So. Was können wir denn jetzt damit machen? Was können wir damit machen? Ja, wie das der Zufall will, habe ich hier einen Schwamm dabei. So, und ich werde jetzt erstmal... Aber guck mir mal, ich weiß noch nicht, was diese Steine da sollen. So, ich kippe jetzt erstmal diesen Sauerstoff, diese Flüssigkeit hier rein. Und das Glas liegt hoch. Das muss ich machen. Das blubbert jetzt so fröhlich vor sich hin. Da ist nämlich noch ein bisschen flüssiger Stickstoff mit drin. Den werden wir jetzt dadurch los. Das lässt sich nicht vermeiden. So, und dann kann man nämlich sehen, ich halte es mal hoch. Ja. Dass diese Flüssigkeit leicht bläulich ist. Das ist eine Eigenschaft von flüssigem Sauerstoff. Und um damit einen Schwamm zu tränken, brauchen wir allerdings noch ein bisschen mehr. Ich habe den vorher vorbereitet in diesem großen Gefäß. So, ich kippe das hier aber mal einfach dazu, weil es ja das Gleiche. So. Oh, ich bin ja mal gespannt, welche Antwort richtig ist. So, okay, jetzt kein Fehler machen. Das Ganze ist nicht ohne. So, genau. Ich kippe also den flüssigen Sauerstoff hier über den Schwamm. Müssen wir das Studio verlassen? Nein. Ja, genau, am besten auch gleich die Kameras. Ja, ja, genau. So, also, schön drüber, nochmal richtig schön wenden. Guck mal, eine Grillzange ist auch noch dabei. Der wird jetzt übrigens auch hart. So. Okay, das sieht gut aus. So, und jetzt wird's ernst. Ich steck das hier drauf. Moment, und der flüssige Sauerstoff kommt raus. So, und jetzt brauche ich den Brenner. Ach, der Kai, natürlich. Ja. Jedes Experiment hat eine Schwachstelle. Da, ich bin sie nicht. Ich bin sie nicht. Und Achtung. Achtung. Ist laut. Boom. Ich hoffe mal, dem Schwamm ist nichts passiert. Tja. So, wir können vielleicht an der Stelle erstmal festhalten, richtige Antwort für euch. Ich wusste gar nicht, dass so ein Schwamm so stinkt.
Ja? So, warum ist denn das jetzt hier so, warum hast du das jetzt so weggehauen? Genau, flüssiger Sauerstoff. Also Sauerstoff im Allgemeinen ist ein Brandbeschleuniger und wenn er dann aber als Flüssigkeit vorliegt, dann ist er wirklich extrem gefährlich. Man muss wirklich auch damit mit der Lagerung aufpassen. Deswegen haben wir das jetzt ja auch hier rausgebracht. Naja, und dann geht die Post ab, kann man nur sagen. Ne? Ja. Und was passiert mit dem flüssigen Sauerstoff jetzt, den ihr jetzt rausgebracht habt? Wird es dann irgendwann wieder zu gasförmigem Sauerstoff? Ja, der verdampft einfach. Genau, und dann können wir uns hier ein Sauerstoffbad nehmen. Ja. Sehr schön. Markus, vielen Dank, ja, tolles Experiment. Wir sehen uns in Runde 3 nochmal wieder. Das alles gibt's bei den Physikanten. Dankeschön. 2000 Euro sind's für euch. Und ihr habt nochmal die Wahl, in der Wüste oder zahlen bitte. Wir würden jetzt die Wüste nehmen. In der Wüste. Na klar. Nicht. Wir haben uns da einen besonderen Gast eingeladen. Aha. Gespannt. Trampeltier. Das ist schon mal gut. So, herzlich willkommen, Trampeltier Wilma und Markus Köchling. Die Frage: Trampeltiere sind in der Lage, A. mit ein paar Minuten Tiefschlaf am Tag auszukommen, B. feuchte Erde aus bis zu 10 Kilometern Entfernung zu riechen oder C. tiefe Löcher im Sand zum Schutz vor Stürmen zu graben. Tja, süß. Die feuchte Erde würde natürlich wäre überlebensnotwendig. Er würde natürlich Sinn machen. Wobei die auch lange Wasser halten können. Also ein paar Minuten Tiefschlaf. Also A. C kann ich mir nicht vorstellen. Überlegen, die graben dann tiefe Löcher und muckeln sich dann ein. Also kann natürlich sein, aber ich glaube, die hocken sich hin, dann machen die Augen, Ohren, Nase zu. Also und dann A und das B würde schon Sinn machen. Was ist denn dein erstes Gefühl, wo du einfach hinfühlst, ohne nachzudenken? Wer war B? Also das klingt natürlich, feuchte Erde aus bis zu 10 Kilometern Entfernung zu riechen. Das macht 10 natürlich, Kilometer. Ja, übrigens, also das ist ja so, also das macht natürlich Sinn. Du stehst da und dann weißt du, in welche Richtung musst du gehen. Ich würde bei denen nur vermuten, dass die die festen Oasen, die Stellen, die Wasserstellen irgendwie kennen. Dass das eher wie bei Elefanten ist. So rein vom, wenn ich mir das so überlege, was macht Sinn? Ich würde den Tiefschlaf auch nicht verachten. Weil die müssen ja dauernd laufen und haben nur kurze Bewegung Pausen sein. Und haben sich darauf eingestellt, im Tiefschlaf sozusagen zu erholen. Das kann ich mir vorstellen. Im kurzen Tiefschlaf. Wenn der Wasser riechen könnte, dann würde der ja jetzt wahnsinnig werden. Nein, merkt er nicht. Genau. Pass auf. Mal Power jetzt guck mal, ob er anfängt zu graben. Kann nur A sein. Ja. Es war stark genug vom Wind. Also nehmen wir A. Ich habe da mal was vorbereitet. Also wir haben keine Ahnung, aber A können wir uns. Nehmen wir A. Wir nehmen A. Wir nehmen A. Aber wir nehmen A. Mal gucken. Markus. Heute hatten wir ja bisher. Herzlich willkommen zurück. Ja, auch ein gern gesehener Gast bei uns. Hallo. Hi. Hallo. Das ist doch das was. Ja, du hast uns Wilma mitgebracht. Wo ist Wilma zu Hause? Genau, also ihre wilden Verwandten, die kommen aus der Wüste Gobi, aus der Mongolei. Und die Wilma selbst kommt eigentlich aus dem Safariland Stubenburg. Da wohnt sie bei euch. Gibt es da noch mehr davon? Also sind die sozusagen eine ganze Herde? 15 Stück haben wir insgesamt. Und die fühlt sich da in der Herde wirklich sehr, sehr wohl. Und So, wie ist das jetzt, wenn die dann in der Wüste unterwegs sind? Was gehört zu den Trampeltieren? Also so richtig Löcher graben tun die natürlich nicht, um sich vor dem Sand zu verstecken, sondern da geht es tatsächlich viel mehr um eine gewisse Substanz aus der Mikrobiologie. Und zwar ist das nämlich Geosmin. Und Geosmin ist also diese Substanz, die dafür sorgt, dass Erde riecht, wenn sie feucht wird. Ah. Und Kamele können tatsächlich 10 Kilometer. Ja, das ist unglaublich. Ja, ja. Also 10 Kilometer ist natürlich eine Riesenstrecke. Ja. Aber es gibt eine Studie, die tatsächlich belegt, dass die auch das über diese Entfernung tatsächlich hinkriegen können. Also das heißt, Antwort B. B ist die richtige. Ihr habt euch für A entschieden. Leider falsch. Ja, also die Runde lief und, ja echt schlecht. Wilma, danke für den Besuch. Wie alt ist sie denn? Sie ist circa zwei, ne? Ja. Zwei. Ja. Und wächst Wilma noch ein bisschen? Viel jünger. Ja, sie ist eigentlich noch ein Jungtier. Und die wird also locker noch einen halben Meter größer. Okay.
Und ich denke, die will hier bleiben. Ja, ne? Wie alt werden, Trampeltiere so? Also 25, 30 Jahre können sie schon alt werden. Also die hat noch ein ganzes Leben vor sich. Alles klar. Und ordentlich Futter wird sie auch noch fressen, wie man sieht. So, guck mal, Markus, vielen Dank für den Besuch. Ja, bitteschön. Ja, alles Gute für dich, alle anderen Kolleginnen und Kollegen und die Tiere natürlich auch. Im Safari-Park Stubenbrock. Ja? Vielen Dank. Tschüss, Markus. Ciao, ciao. Komm mal mit, Mäuschen. Es bleibt bei 1.000 Euro. Ja, 1.000 Euro. Lief gut heute. Sehr gut. Die letzte Frage aus der Kategorie. Vielleicht haben wir Glück. Zahlen bitte. Auf rund 4.500 Personen in Deutschland kommt im Schnitt ein A. Dönerimbiss oder ein türkisches Restaurant, B. Friseur, Handwerksbetrieb oder C. Reisebüro. Auf rund 4.500 Personen in Deutschland. Jetzt gelten läuft gerade das Wasser im Mund zusammen. Ich schätze die Döner im Bild. Wie gut bist du in Mathe? Gottes Willen, was stellst du mir für Fragen? 4.500 Personen, 80 Millionen Einwohner. Ach so, so, ja. Wie viel Prozent das ungefähr sind? Ja. Das heißt 80 Millionen. Kennst du doch die Rechnung. 80 Millionen ist gleich 100. 500, das sind ja... 4.500 ist gleich? Ist, ist ungefähr 45, so. Also 45, nee, 40 Millionen sind ungefähr die Hälfte, wären dann 50%. Ja. Yeah. Jetzt eine Null weg. Sind 5%. 400.000. Sicher? Ich dachte, bei dem Prozent nimmst du eine Null weg. Oder? Nee, erstmal dann eine Null weg. Sind, oh Gott. Sind 400.000. Das wären dann... Rechnen. Ja, rechnen. 5%? Nee, das kann ja nicht sein. 4.000 wären dann 0... Nee, dann bin ich ja schon im Minusbereich. 8 Millionen. Bernhard, nun helf mir da wenigstens ein bisschen. Ja, ich bin gut im Rechnen, das weiß man. Ja, ja. Wir schätzen jetzt einfach. 80 Millionen sind? Müssen wir rechnen. Millionen Einwohner haben 80 wir. 80 Millionen sind 100%. 2 Nullen weg, 1%. 800.000 sind 1%. 800.000 sind 1%. Ja, also sind das knappe 2... Ich weiß nicht, was du ausrechnen willst insofern. Dann sind 8.000 0,1%. Kann man auch so rechnen. 80.000 0,1%. Richtig? Die Unternehmerin weiß Bescheid. Dennis verzweifelt gerade. Das heißt, 8.000 sind dann 0,1%. 1% und dann davon die Hälfte wären das 0,005%. Aber mit welchem Ziel rechnest du das jetzt aus? Dann schätze ich Reisebüro. Hast du jetzt? Also ich sage Reisebüro. Ja, also ich meine, es gibt mehr Döner oder türkische Restaurants als Friseur. 0, ja. Und es gibt mehr Friseure als Reisebüro. Also nehmen wir Reisebüro. Wenn das wirklich so klein ist, dann nehmen wir Reisebüro. Ja. Wir nehmen... Reisebüro. Du guckst so komisch. Wir nehmen C. Wir nehmen C. Also nochmal, du hast eben gesagt, es gibt mehr... Mehr Döner als Friseure und mehr Friseure als Reisebüro. Wenn es falsch ist, wäre gut. Auf rund 4.500 Personen. Nee, allgemein. Ich habe jetzt das mit dem Rechnen hab ich sein lassen. Ja, ich habe nur gesehen, das sind sehr, sehr wenige und am wenigsten ist halt Reisebüro. Ja, ich bin für Reisebüro. Okay. Laut eines 2022 erschienenen Fachbuchs gibt es allein in Berlin 1.600 Restaurants mit türkischem Essen oder Dönerimbisse. Der Döner, wie er in Deutschland bekannt ist, ist eine Berliner Erfindung, entstanden aus dem Austausch türkischer Einwanderer und der Berliner Bevölkerung. Die Anzahl der Dönerimbisse und türkischen Restaurants wird in Deutschland auf rund 18.500 geschätzt. Das macht bei rund 83 Millionen Einwohnern einen Dönerimbiss auf ungefähr 4.500 Personen. Ja, das ist jetzt nicht so dran. Auf ca. 7.500 Personen kommt ein Reisebüro und auf ca. 1.020 Personen ein Friseur. Ist genau umgekehrt. Ja. Ja. So, aber wir haben folgenden Zwischenstand vor dem Finale. Miroslav Nemec und Bernhard haben 1.000 Euro auf dem Konto. Adele Neuhauser und Elton haben 2.000 Euro erspielt. Und damit kommen wir zur Entscheidung in Runde 2.
Wer wird gleich neben Viktoria Swarovski Platz nehmen? Adele Neuhauser oder Miroslav Nemec? Die Kategorie, aus der die Masterfrage kommt, verrate ich Ihnen jetzt im zweiten kleinen Finale. Die Kategorie ist Fernsehen. Beide Teams haben gesetzt. Hier ist die Masterfrage in Runde 2. Wer landete 1976 bei der Weltmeisterschaft im Windsurfen auf dem 7. Platz? Wir kommen jetzt noch zum Fernsehen. Jetzt kommt die Kategorie. A. Carmen Nebel, B. Michael Schanze oder C. Karl Moik. Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. Hier war ein wildes Hin und Her. Ja. Es wurde hin und her getippt. Beide Teams haben Geld gesetzt, haben eine Antwort eingeloggt. Damit können wir zur Auflösung schreiten. Wir schauen zuerst einmal, wie viel Geld gesetzt wurde. Miroslav Nemec und Bernhard haben gesetzt. Natürlich alles. Adele Neuhauser und Elton haben gesetzt. 1.000 Euro. Auf welche Antworten wurde getippt? Team Bernhard tippt auf Antwort C. Team Elton tippt auf Antwort A. Hm? Wir hatten zwischendurch B. Nur so ist alles drin. Ja. Alle hatten natürlich eine Karriere vor ihrer Fernsehkarriere. Michael Schanze, Karl Moik und Carmen Nebel. Was haben sie vorher gemacht? Carmen Nebel war vor ihrer Karriere Lehrerin. Karl Moik Werkzeugmacher. Und Michael Schanze wurde bei den Weltmeisterschaften im Windsurfen 1976. Ja, das war gewinnt. Er landete auf dem 7. Platz. Michael Schanze ist richtig. Und damit bleiben hier 1.000 Euro übrig. Ja. Und das heißt, Adele Neuhauser und Elton gewinnen Runde 2. €1.000 heißt für jeden von euch 17,86 €. Ja, guck mal. Und liebe Adele, damit darfst du neben Viktoria Platz nehmen. Danke, danke. Ja. Du bist, danke dir. Du bist im Halbfinale. Und eine hundertste Sekunde hat den Unterschied gemacht. Ich weiß. Weil ich noch dachte, naja. Genau. Alles viel Erfolg für alles, was kommt. Danke. Lieber vielen Miro, Dank. Bleib uns vielen gewogen. Dank. Großen Applaus, Miroslav Nemec. Dankeschön. Dankeschön. Macht's gut, Mädels. Drückt euch die Daumen. Dankeschön. Ja, genau. Und damit hier, also, puh. Mein lieber Kollege Jörg Pilawa hat ja mal eine Show im Ersten, im ORF und im Schweizer Fernsehen gehabt, wo es so einen kleinen Länderwettstreit gab. Ne? Ja. Der würde jetzt ja ganz jetzt, klar bisher an Österreich jetzt gehen. Jetzt müssen wir, ne, die Fahne mitnehmen. Ja, ja. Aber es kommt ja noch jemand. Es kommt ja noch jemand. Also ihr seid definitiv im Halbfinale. Euch sehen wir daher auf dem heißen Stuhl. Aber ein Platz ist noch frei. Okay. Und den besetzen wir jetzt in Runde 3. Und jetzt in Runde 3. DJ Ötzi gegen Adel Tawil. Runde 3 mit DJ Ötzi und Adel Tawil. Bitte schön, nehmt Platz. Ich dachte mir schon.
Herzlich willkommen. Das war bis jetzt ein guter Glücksbringer. Also, sagen, das ist eine Siegerfahne. Siegerfahne. Wenn es jetzt hier so, gut Gary, läuft, steht herzlich willkommen die immer bei uns hier. Ich freue mich, da zu sein. Ja, wir freuen uns auch, dass du hier bist. Aber du bist ja momentan eh gerade unterwegs. Ne? Es geht ja, Weihnachten ist ja nicht mehr lange hin. Ja, ich freue mich sehr. Ich habe ja ein Weihnachtsalbum, wenn ich das sagen darf. Mhm. Und das kommt jetzt in den nächsten Tagen raus. Und das wird echt großartig. Ja? Also ja. So die Klassiker oder was Neues? Oder? Wir haben mehr oder weniger auch die Klassiker, aber auch so versteckte Weihnachtssongs, die was wir dann neu aufmontiert haben. Also ich freue mich da sehr, okay. wie die Leute reagieren werden. Sehr schön. Hast du dann auch eine Weihnachtsmütze? Ich habe keine Weihnachtsmütze. Mhm. Noch nicht? Nein. Aber zu Hause vielleicht. Aber ja, vielleicht kommt es noch. Ja, ja. Freue mich also, sehr, hier viel zu sein. Spaß. Bin sehr nervös. Ja. Die Jersey. Ja. 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 Natürlich. Oh, gerade. Ja. Ja. So, schön. Schön. Du kennst Elton ja auch schon ein paar Tage. Absolut, ja. Wir haben schon viele Sachen gemacht, ja. Ich möchte nur die Hälfte davon wissen. Ja. Nein, auch das nicht. Auch das nicht, so schlimm. Ja, so schlimm. So schlimm. Ja. Auch du hast neue Single, nimm mal genau, Niemandsland. Ja. Niemandsland. Genau, und Album wird jetzt auch in den kommenden Wochen kommen. Ist gut und unterwegs. Endlich wieder, wir haben auch dieses Jahr wieder Konzerte gehabt, also... Das war schon so gefühlt echt ein schönes Jahr, auch wenn wir lange gewartet haben darauf. Aber jetzt hat man wieder die ersten gemeinsamen Erlebnisse auf der Bühne gehabt und so. Das war toll. Toll. Also wir hoffen natürlich, dass es genauso weitergeht. Ja, absolut. Ja, und für euch, also auch für euer Publikum, die sagen auch, es kann gerne so weitergehen. Absolut. Ja, also insofern, toll für Runde 3, Adel Tawil und Elton. Wir haben ja zweimal Österreich schon im Halbfinale. Also Adel, der Druck steigt. Wir schauen noch mal auf die Publikumsverteilung. Wir kommen ja immer auch Zuschauerinnen und Zuschauer dazu, wenn Sie gerade das eingeschaltet haben. Hinter DJ Ötzi und Bernhard 61 Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist keiner gegangen, sind alle noch da. Und hinter Adel Tawil und Elton 56. Dann starten wir jetzt in Runde 3. Hier sind die nächsten 12 Kategorien. Hier ist die Wand. 12 Kategorien sind in der Küche, Schlagzeilen, das Fragezeichen, Sport, unser Körper, damals Verbraucher, Filmstars, Schokolade, tierisch, Trick 17 und auf Reisen. Auch das hat sich nicht verändert. Jede richtige Frage 500 Euro, beide Teams haben Publikumsjoker. Ihr dürft als erstes auswählen. Ihr habt ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer mehr hinter euch. Wie legen wir los? Mit? Sollen wir sicher gehen oder? Ja, wir gehen auf Nummer sicher. Okay, dann sag du. Das ist lustig. Du hast die ersten zwei Runden nicht gesehen. Wir nehmen Verbraucher. Ich hab sie gesehen. Ja, warum nimmst du dann mich? Ja, Verbraucher. Wir sind Verbraucher, wie kommst du auf Verbraucher? Um Ressourcen zu sparen, gibt es in Österreich... Ja, ich habe sie gefunden, die Österreich-Frage. An Skiliften Sammelboxen für alte Ski, die zu Brennholz werden. B, die Auflage für Staatsbeamte, Kaffeesatz zweimal aufzubrühen. Oder C, einen Zuschuss für die Reparatur von defekten Elektrogeräten. Moment, um Ressourcen zu sparen, gibt es in Österreich einen Zuschuss für Reparatur von... Habe ich es in der falschen Sprache vorgelesen? Nein, total richtig. Total, also mit wenig Dialekt, ja, richtig. Aber, also ich weiß es. Ja, aber das doch. Aber du kannst jetzt, ja. Und jetzt weißt du auch, warum ich Verbraucher genommen habe. Okay. Nein, aber wir können ruhig drüber sprechen. Nee, sag mal den Buchstaben. Also ich würde C. Ja, genau. Ich werde dir doch nicht widersprechen dabei. Nein, aber das gibt's wirklich. In Österreich gibt's das. Ja gut, dann ist es die richtige Antwort. Warte. Das ist das Konzept. Moment. Vielleicht doch Publikum noch? C.
Ich hoffe, das stimmt. Sehr lustig. Ich hoffe auch. Seit April 2022 fördert das Klimaschutzministerium Österreichs den nachhaltigeren Umgang mit Ressourcen. Privatpersonen mit Wohnsitz in Österreich können bis 2026 einen Reparaturbonus für Elektrogeräte in Anspruch nehmen, die üblicherweise in privaten Haushalten verwendet werden, wie Kaffeemaschinen oder Hochdruckreiniger. Bis zu 200 Euro Zuschuss erhält, wer sich für die Reparatur an einen an der Aktion teilnehmenden Betrieb wendet. Es soll dadurch mehr repariert und weniger weggeworfen werden. Was ein Auftakt! Sehr gute Aktion. Super Aktion. Ja. Die ersten 500 Euro. Super. Deswegen die Verbraucher. Ja. Warum gibt es das bei uns nicht? Das kommt jetzt vielleicht. Kommt. Ja, sehr gut. Das war eine Anregung. Mit welcher Kategorie möchtet ihr denn starten? Wir haben gerade überlegt, dass wir, weil das so skurril ist, Schokolade, was da und wohl kommt. Vielleicht habt ihr ja was vorbereitet. Ja. Da kommt doch was rein oder so. Das ist ja auch gut. Da kommt einfach so eine Tafel Schokolade auf dem Tablett. Danke. Aha. Je höher der Kakaoanteil in Schokolade, desto A. geringer ist ihr Schmelzpunkt. B. höher ist ihr Koffeingehalt. Oder C. stärker wird die Bildung von Karies befördert. Also ich habe ja so ein Lifehack. Ich trinke ja morgens meinen Espresso mit dieser 99% Schokolade. So ein kleines Stück mache ich dann immer rein. Okay. Man muss nur ein paar Mal umrühren, dann ist die quasi im Kaffee drin. Ja, aber drehst du fünfmal mit der Kakao? So zwei, dreimal. So. Und dann reicht's schon. Und die Vollmilch? Hast du auch schon mal eine Vollmilchschokolade reinmacht? Leider nicht. Ist die gleich weg? Leider nicht. Wie bist du darauf gekommen? Ich weiß nicht, ich habe irgendwo gelesen, dass dunkle Schokolade für irgendwas gesund ist. Mhm. Und dann habe ich gedacht, oh, so ein Espresso. Ich bin nicht so ein Kaffee-Fan und wenn ich mal ein Espresso trinke, dann mache ich so ein kleines Stück da rein. Und das ist ganz, ganz geil. Ja, gut. Guter Tipp. Koffeingehalt, deswegen wundere ich mich, weil ja Kaffee hat, Kakao hat Koffein, glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Tein gibt es ja, das ist koffeinartig, ja. Hat auch Kakao. Das glaube ich auch nicht. Okay, ich habe gerade gesehen, A ist ja auch geringerer Schmelzpunkt, nicht höherer Schmelzpunkt. Vielleicht hast du ja doch recht, wenn da weniger Fett drin ist, also Vollmilchfett, dass das schneller schmilzt, kann vielleicht sein. So, was ist mit C? Stärker wird die Bildung von Karies befördert, das glaube ich auch nicht, weil da ist auch weniger Zucker drin auf jeden Fall. Genau. Also sind wir dann doch bei A. Du sagst, du packst das rein, dreimal umrühren, zweimal umrühren, das Ding ist weg, ist flutsch. Genau. Und ist echt lecker. Ja, dann nehmen wir A. Dann? Ja. Ist eingeloggt. Antwort A. Je dunkler eine Schokolade, desto höher ist ihr Kakaogehalt. Bitterschokolade mit 100% Kakao besteht nur noch aus Kakaopulver und Kakaobutter. Da Kakaobohnen natürlicherweise Koffein enthalten, steigt mit dem Kakaogehalt auch der Anteil an Koffein. Eine handelsübliche Tafel Zartbitterschokolade mit einem Kakaogehalt von 50-60% enthält etwa 43 Milligramm Koffein und damit etwa halb so viel Koffein wie eine Tasse Kaffee. Was man hier nicht alles lernt, oder? Jetzt weißt du auch, warum du denn morgen so wach bist. Kaffee und Schokolade. Es bleibt erstmal bei 0 Euro. Dürfen die Kinder keine Schokolade. Kann auch viel passieren in der Runde. Nächste Kategorie. Was hältst du denn von Trick 17? Weil das ist so eine Frage, so ein Lifehack. Ganz ehrlich? Ja? Nichts. Gut. Dann nehmen wir unser Körper. Mhm. Wie? Ja, aber dann such du doch auch. Ja, ich will ihn im Vortritt lassen. Ja, lässt du ja. Welchen überraschenden Effekt hat UV-Strahlung laut einer israelischen Studie von 2022 auf Männer? Uiuiui. Keine gute. A. Sie bekommen eine deutlich höhere Stimme. B. Ihre Schuhgröße verringert sich um bis zu 1,5 Einheiten. Oder C. Sie haben mehr Hunger. Schwierig. Ich würde nur B ausschließen. Und ich würde fast C sagen, gell? C finde ich, das macht Sinn. Da ändert sich hormonell etwas und so weiter. Schon, ne? Damit sie eine deutlich höhere Stimme bekommen, muss ja der Kehlkopf wieder kürzer werden. Wird er kürzer werden? Nee, tiefer gehen, hochwandern. Der Kehlkopf muss sich dann verändern. Richtig. So. Und das ist ja schon, da musst du ja schon so in der Sonne stehen. Oder so ähnlich. Ja, danke. Also. Das mit der Schuhgröße, da bin ich auch bei dir. Sie bekommen eine deutlich höhere Stimme, da bin ich auch bei dir. Also ich würd gleich wie du in kurzen Worten sagen, C. Richtig. C.
Das wäre die beste Ausrede überhaupt. Antwort C. Forschende der Universität Tel Aviv haben in einer mehrjährigen Studie herausgefunden, dass Sonnenstrahlen bei Männern die Produktion des Hormons Ghrelin im Hautgewebe fördern. Sonnenlicht aktiviert das Protein P53, das die Ausschüttung des als Hungerhormon bekannten Ghrelin veranlasst. Männliche Probanden nahmen demzufolge zwischen März und September über 300 Kalorien pro Tag mehr zu sich als im Rest des Jahres. Bei Frauen tritt der Effekt nicht auf, weil Östrogen das Protein P53 blockiert. Sehr gut. Wir haben eigentlich nur logisch gedacht. Ja, 1000 Euro für DJ Ötzi und Bernhard. Jetzt für euch. Ist wirklich egal. Wir nehmen. Auf Reisen machen wir Filmstars, ja. Hollywood-Star Brad Pitt ließ sich für A. Fight Club Teile der Vorderzähne entfernen, B. Ocean's 11 in einem Casino-Tresor einschließen oder C. die Tango-Szene in Mr. und Mrs. Smith von Ken Duken dubeln. Ja. Also, C können wir ausschließen. Ken Duken ist ja bekannt fürs Tanzen. Er sieht halt aus wie Brad Pitt so ein bisschen, ne? Würde ich ausschließen. Ocean's 11, ich glaube, das war eine so dieser heftigen Nachrichten, als der Film Fight Club kam, dass der wirklich sich Teile der Vorderzähne entfernen hat lassen. Ich finde B würde ich sofort halt ausschließen. Warum? Also langweilig. Dann mal gucken, wie das ist, wenn ich in einem Casino bin, in einem Tresor. Und ihr macht mal die Tür zu. Ja. Method Acting, ja, aber toll. Also, Und A kann ich mir auch gut vorstellen. Vor allem, musst es nicht mehr technisch wegmachen. Das ist wahrscheinlich eher computermäßig immer schlecht. Ja. Und du kannst wieder künstlich einsetzen. Venier ist ja dann halt. Aber ist schon ein Call. Also wenn das ist schon ein Opfer, was man bringt. Aber die Schauspieler in Hollywood, die sind ja dafür bekannt. Und wollen wir A riskieren? Ja. Niemand. Wir riskieren A. Wir riskieren A. Bitte nicht mal. Ich sag mal so, ein Glück hat er nicht in der einäugigen Schlange mitgespielt. Brad Pitt gehört zu den bekanntesten US-Schauspielern. 1999 spielte er im Film Fight Club des Regisseurs David Fincher die Rolle des dubiosen Tyler Durden, der einen geheimen Kampfclub gründet. Um sich besser in den Charakter hineinversetzen zu können, ging Pitt vor Drehbeginn zum Zahnarzt und ließ sich Teile der Vorderzähne entfernen. Nach Abschluss der Dreharbeiten wurde sein perfektes Lächeln wiederhergestellt. Das ist mal Hingabe an den Beruf. Ja, absolut. Alles für die Kunst. Ja. Die ersten 500 Euro. Weiter geht's. Was hältst du denn von der Küche? In der Küche? Frag das doch nicht einen früheren Koch. Ja, genau. Jetzt kriege ich Hunger. In der Küche. Wie kommst du auf früherer Koch? Ganz ehrlich, das ist doch hier, ich sag mal hier, bumm. Damit Kartoffelspalten im Ofen besonders knusprig werden, sollten sie vorher gekocht und in A. kleine Päckchen aus Backpapier portioniert werden, B. einem Edelstahlsieb kräftig geschüttelt werden oder C. Apfelsaft getunkt werden. Was? Moment. Ja, ich warte, ich werde dich nicht drücken, alles gut. Ich finde nur, A macht für mich keinen Sinn. Warum in kleine Päckchen? Warum nicht, wenn die alle frei liegen? Sind ja eben Ofen. So. B, was macht, also macht für mich, also verstehe ich überhaupt nicht. Nein, das ist nicht unsinnig. B ist nicht unsinnig. Nee, warum? Nein, einfach, weil diese Stärke vielleicht man runterbekommt, die Stärke der... Aber warum muss das Edelstahl sein? Kann das nicht auch ein Plastiksieb sein oder ein Kupfersieb? Und wenn sie gekocht sind, wäre das ja Püree. Also wenn du das kräftig... Dann schüttelst. Ich finde C total, dann kriegen die so, dann hat das ein bisschen, man soll ja auch mal so was karamellisiert, so ja, Knusprigkeit, genau. Ja. Ich denke mir, dass wir C nehmen würden. Also kochst du dann ab und an zu Hause? Auf jeden Fall, ich koche sehr gerne. Wenn sich die Familie etwas wünschen darf bei dir, was wünschen sie sich am häufigsten? Lisa Marie liebt Wiener Schnitzel. Sie liebt einfach Wiener Schnitzel. Spaghetti, Pizza, aber... Ja, ich liebe Wiener Schnitzel. Okay. Total in was backst du es aus? Also ich mache Wiener Schnitzel im doppelgriffigen Mehl. Und mache Salzes und beträufle es ein bisschen mit Wasser. Und dann aber auch in einen ganz guten oder wichtigen
Brösel, also nicht irgendwie so grobe Brösel, sondern sehr feine Brösel. Und bitte nicht andrücken, sondern einfach nur durch. Und in was backst du es aus in der Pfanne? In Schweinsfett. Schweineschmalz. Schweineschmalz, genau. Ja. Sehr schön, hört sich lecker an. Und immer ein bisschen schütteln, dass es einfach auch diese Blasen kommen. Es schmeckt halt top. Ja. Ihr wollt Antwort C. Nachdem wir jetzt allen den Mund wässrig gemacht haben. Kartoffelspalten im Ofen gelingen besonders knusprig, wenn sie zuvor für 15 bis 20 Minuten gar gekocht werden. Nach dem Abgießen sollten die Spalten in ein Edelstahlsieb gegeben und kräftig geschüttelt werden. So wird die Oberfläche der Kartoffeln angeraut. Die entstandenen Risse an der Oberfläche lassen die Kartoffeln schneller Feuchtigkeit verlieren, wodurch sie im Ofen knuspriger werden. Nee, ich hatte diese mit den, leid, mit diese festen. Aber hättet ihr auch was sagen können? Nein, dürfen Sie ja nicht. Ich hatte so ein festes Sieb im Kopf. Du bist nicht der erste Feines Koch hier bei uns in der Sendung, wer so einer Frage versagt hat. Scharfkante. Aber an das dachte ich nicht. Es bleibt bei 1000 Euro. Wir kommen zur nächsten Kategorie. Trick 17. Ja. Mit einem auf den Sattel gestellten Fahrrad kann ganz ohne weitere Hilfsmittel A. eine Mango entkernt werden, B. Sahne in einer Rührschüssel geschlagen werden oder C. eine Flasche mit Kronkorken geöffnet werden. Also eine Mango entkernt auf keinen Fall. Nee. Also auch wenn man die danach zumindest noch essen will. Die Räder sind hier oben, du hast die Kette frei beweglich, es bewegt sich. Was kannst du da machen? Nee, die Mango auf die Kette packen, dann rappelt die da so durch, macht keinen Sinn. Also die Rührschüssel, das ist natürlich so ein bisschen, könnte eine Falle sein. Ja, aber du musst ja irgendwas haben, was die Sahne schlägt. Was kann denn das beim Fahrrad sein, wenn? Ja, irgendwas am Pedal. Also wenn sich natürlich die Pedalen drehen, immer schneller. Dann dreht sich ja das andere Pedal ja immer mit. Das heißt, du könntest theoretisch, aber dann kippt es aus, auf Richtig. Der einen Seite die Rührschüssel packen und mit der anderen Seite das Pedal bedienen. Genau. Und dann rührst du die Sahne. Ja, möglich. Okay, aber wie würdest du denn eine Flasche aufmachen? Ja, das kann ich ja einfach so auf dem Fahrrad. Ja. Oh, ich weiß. Die Flasche machst du auf das hintere Kettenblatt, das kleinere, auf dem Hinterreifen, und hängst die in diese Zacken. Den Kronkorken in den Zacken drehst, der dreht sich mit und dann kommt ja die Kette und flipp. Das ist unlogisch. Das Wieso? Kommt überhaupt Sinn? Ja, sorry. Robert C. Nehmen C. Ihr habt doch nicht wirklich C genommen jetzt, oder? Was wollt ihr jetzt alle von uns? Mann, da werdet ihr euch noch ärgern hinterher. Wer nach dem Ausflug mit dem Fahrrad gemütlich einen Radler trinken möchte, aber keinen Flaschenöffner zur Hand hat, kann sich mit einem einfachen Trick behelfen. Einfach das Fahrrad umdrehen und ein Rad zum Drehen bringen. Dann wird die Flasche leicht schräg an die Speichen gehalten und der Kronkorken springt ab. Schon ist die Flasche geöffnet. Prost! Aber ja. Und auch sonst hätte es diverse Möglichkeiten gegeben. Ihr steht bei 1000 Euro. Beide Teams bei 1000 Euro. Das Ergebnis zählt. Nächste Kategorie. Ich würde es auch anders machen. Die nächste Kategorie. Suchst du aus. Such ich aus. Und es ist? Sport oder Schlagzeilen? Und damals ist auch du bist History. Also. Ich bin Geschichte, meine Damen und Herren. Ich glaube, ich bedanke mich. Danke. Eigentlich wollte ich sagen, du bist. Ich dachte mir, ganz ehrlich, ich habe so gedacht, was du bist eine Legende. Nein, das ist, du bist Geschichte, ist leider klingt nicht so, klingt nicht nach Zukunft. Haben sie zu mir auch schon gesagt, glaube ich. Damals. Ja, immer damals. Ich bin History, ich brauche ein T-Shirt, wo das draufsteht. Mit einer mechanischen Vorrichtung, unter anderem aus Pumpen, Ventilen und Blasebälgen, wurde bis in die 1950er Jahre A. das Kühlen von Wolkenkratzern ermöglicht, B. Piloten das Fliegen beigebracht oder C. der Bestand der US-amerikanischen Kongressbibliothek verwaltet.
ich bin sehr nahe C, sehr nahe. Warum und wie haben die das gemacht? Also kann natürlich sein, dass das ein Rohpostsystem war, so ein bestimmtes. So, genau, das ist keine schlechte Idee. An das habe ich nicht gedacht, aber es ist trotzdem eine gute Idee. Macht total Sinn. Du sei ruhig da drüben. Weil das kann ich bei das Kühlen von Wolkenkratzern ist vielleicht... Wenn ich das Publikum befragen würde, dürften wir nicht mehr antworten. Wenn jetzt da keiner aufsteht, dann müsstet ihr sogar antworten. Okay. Ich bin mir nicht sicher. Sollten wir eine Hilfe... Ich fand, im Prinzip finde ich gerade C total gut. Weil dann das sagte ich schon. Okay. Dann finde ich B total gut, damit wir... So, Piloten... B ist nicht gut. B, da denke ich an Da Vinci und das ist weitaus früher gewesen. Ganz ehrlich, Da Vinci ist jetzt nicht so geflogen im klassischen Sinne, aber... Na, mit Pumpen und Ventilen und Blasbälgen und wie sie damals auch diese Orgeln angetrieben haben. Ja, da hatte ich gehofft. Deswegen denke ich mir, weil Wolkenkratzern gab es schon. 50. Wie kommen wir denn jetzt hier zu einem Konsens? Keine Ahnung. Also ich finde die Idee, das Publikum zu fragen, gar nicht schlecht. Vielleicht gibt es irgendjemand, der das mal gesehen hat. Mhm. Auf irgendeinem Bild oder sowas. Und wenn nicht, nehmen wir dein C. Bitte. So, mal, wir das jetzt. Publikum wir uns jetzt, jetzt dürft ihr euch über. Wir fragen das Publikum. Wenn jetzt keiner aufsteht, obwohl der gehustet hat. Es steht keiner auf. So. Oh. Hey. Hey. Ja, alles gut. Habe da vorhin sowas gehört. Hallo. Hallo. Tag. Ich bin der Franz. Franz, woher kommst du? Von Schnann am Arlberg. Oh, aus St. Anton, ganz in der Nähe von St. Anton. Ja. Schlang, ja. Lustig. Ja. Franz, mit wem bist du heute da? Meine Frau. Und ihr seid wirklich nur für die Sendung jetzt nach Hamburg gekommen? Ja. Ja. Wahnsinn! Also, hier, Österreich Connection. Franz, was sagst du denn jetzt hier? Ich bin auf derselben Meinung wie der Gary. Aha. Bin bei C. Okay. Ja. Hat deine Frau heute Geburtstag? Nein, sie hat diese Sendung zum Geburtstag geschenkt bekommen. Also nicht die ganze Sendung, sondern den Besuch. Ja. Ja, ja. Aber es war ein schönes Geburtstagsgeschenk. Ja? Also, C ist eingeloggt und Franz, jetzt schauen wir hier drauf. Ne? Der US-amerikanische Erfinder Edwin Albert Link entwickelte Ende der 1920er Jahre den Link Trainer, der auch als Blue Box bekannt wurde. Er machte sich dabei seine Erfahrung aus dem Klavier- und Orgelbau zunutze und konstruierte mit Hilfe von Pumpen, Ventilen und Blasebälgen mechanische Flugsimulatoren. In der kleinen Kabine dieser Weltneuheit saßen die auszubildenden Piloten von der Außenwelt abgeschnitten und steuerten, ohne den Boden zu verlassen, fast wie in einem richtigen Flugzeug. Bis in die 1950er Jahre lernten so hunderttausende Piloten die Fliegerei. Yeah. Franz, trotzdem viel Spaß noch. Danke. Und Daumen drücken, es kann ja trotzdem im Gewinn noch was werden. Die Höhe wird ein bisschen geringer ausfallen. Aber Bernhard, was? Es tut mir leid, weil du hattest es zweimal gesagt. Es bleibt erstmal bei 1000 Euro, wir haben Gleichstand zwischen beiden Teams. Nächste Kategorie. Wir jetzt wollen auf Reisen gehen. Ja. Auf Reisen? Wir gehen auf Reisen. Womit wurde der Augsburger Erwin Kreutz auf seiner Reise nach San Francisco 1977 weltweit bekannt? A. Er stieg zu früh aus und hielt einen Ort in Maine für sein Reiseziel. B. Bei einem Zoobesuch in Ohio klaute ihm eine Otter seine Lederhose. Oder C. Bei der Ankunft in San Francisco stieg er in Ritterrüstung aus. If you go San Francisco. Also. Oder auch San Fran. San Fran. Wie Freunde der Stadt sagen. Der ist also 1977 nach. Warst du schon mal da? Ja, ich war einmal da. Tolle Stadt. Also war wirklich ein Erlebnis. Ist Cable Car. Tolle Architektur auch und so. Cable? Ist Cable Car? Nee, das bin ich leider nicht gefahren, nee. Aber ich bin da spazieren gegangen und dann auf dieser ganz berühmten Straße, wo die Hippies alle am Start waren. Ah, ja, ja, die. Ja. Müsste ja Christopher Street. Lambert Street? Okay. Und. Und Alcatraz habe ich mir vom Weiten aber nur angeschaut. Ich war drüben.
Du warst drin? Ich war drin. Ja, das war mir zu spooky. Eine Nacht. Eine Nacht in Alcatraz. Nein, wirklich, es war cooles Erlebnis. Ach so, als okay. Bin sogar durch die Hate-Strip mit zerrissenen Chips. Also A, er stieg zu früh aus und hielt einen Ort in Maine für sein Reiseziel. Was soll das für eine Meldung sein und warum kennt man Erwin Kreutz? Oder kennt man Erwin Kreutz und ich bin jetzt gerade der Doofe? Ach so, warte mal, jetzt check ich es erst. Er wurde quasi durch den Move weltweit bekannt. Ja. Er war davor nicht bekannt. Nein. Also okay, dann ist A komplett ausgeschlossen. Okay. B, auf jeden Fall danach bist du bekannt, wenn du es schaffst, dass ein Otter dir deine Lederhose klaut. Ja. Aber warum Ohio? Wenn wir uns die Frage ganz genau durchlesen. Jetzt aber. Ja. Womit? Er wurde auf seiner Reise bekannt nach San Francisco. Ah. In San Francisco war er also eigentlich schon weltweit bekannt, würde ich jetzt so intuinieren. Aha. So, jetzt ist die Frage doch A oder B, aber A finde ich tatsächlich komisch. Aber so ein Otter... Das mit dem Ausschluss von vorne. Die Lederhose klauen? Ja, also das sind mehrere Faktoren. Wie kann er die Lederhose klauen? Wie kommt der Otter überhaupt dahin? Also der muss ja ins Gehege gegangen sein. Otter laufen ja nicht einfach so. Gut, solche Verrückten gibt's. Vielleicht war Erwin Kreutz. Dann ist es vielleicht doch A, warum auch immer. Und was er dann da gemacht hat. A? Ja, ich finde, weil es A so blöd ist. Weil es skurril ist. Ja. Oh. Okay. Wollen wir es riskieren? Komm. Wir nehmen A. Okay. Aber vielleicht war es ja eine Kreuzotter, die ihm die Lederhose geklaut hat. Oder vielleicht war er ja auch ein Kreuzritter und ist deswegen in der Rüstung ausgestiegen. Ach so. Aber vielleicht war es auch Frankfurt am Main. Inspiriert von Reportagen über den Wilden Westen brachte Augsburger Erwin Kreutz im Oktober 1977 zu einer Reise nach San Francisco auf. Bei einem Zwischenstopp seines Fliegers verließ er das Flugzeug. Statt in San Francisco befand er sich jedoch in Bangor im Bundesstaat Maine an der Ostküste. Kreutz erkundete das Städtchen in dem Glauben, in einem Vorort von San Francisco zu sein. Als man ihn nach 3 Tagen über seinen Irrtum aufklärte, machte die Geschichte weltweit Schlagzeilen und Kreutz wurde zu einem inoffiziellen Maskottchen der Stadt Bangor erklärt. Das war immer noch nicht. Aber das war zu der Zeit so. Ja. Na gut, er dachte, er wäre 3 Tage lang in San Francisco. So, 1500 Euro. Noch alles offen. Wir sollten eine Frage machen. Der hat übrigens später auch das Worträtsel erfunden. Ja. Das Kreuzwort. Oh, jetzt geht's los hier. Der ist sehr weit hergeholt. Aber jeder hat ihn verstanden. So, jetzt. Schlagzeilen, Fragezeichen, Sport oder tierisch-tierisch? Nicht Sport. Weil? Weil ich das nicht kann. Und wir kein Publikum mehr haben oder du machst das allein. Also ihr habt noch Publikum, aber ihr habt keinen Joker mehr. Ja, aber keinen Joker mehr. Ich kann Sport sehr gut. Ja, dann sind wir so einen Sport nehmen. Aber Moment. Moment. Aber Schlagzeilen ist ja auch nicht schlecht. Ja, dann nehmen wir Schlagzeilen. Sag doch einfach, was du willst. Sport. Du bist so lustig, es ist total geil. Es ist so lustig. Mit dir kann man arbeiten, Gary. Nachdem Kölns Toni Polster 1993 gegen Leverkusen die rote Karte sah, wurde vom 1. FC Köln vor dem Sportgericht als Unschuldsbeweis A. irrtümlich eine Videoszene von kölschen Karnevalsbands gezeigt, B. eine Aussage von Toni Polsters Mutter vorgelegt oder C. das kölsche Grundgesetz § 9 Was soll de Quatsch herangezogen? Was soll de Quatsch? Okay. Quatsch. Sehr, sehr schwierig, weil Toni Polster auch in Österreich eine Legende war. Oder ist. Immer noch. Das heißt, er hat eine rote Karte bekommen. Und dann ging der Verein vors Sportgericht. Was macht Sinn vor einem Sportgericht? Dass die irrtümlich eine Videoszene von kölschen Karnevalsbands gezeigt haben. Ganz ehrlich. Das darf ich und nicht. Hier ist der Videobeweis. Das ist doch Quatsch, oder? Das ist ein Quatsch. Nee, das glaube ich, kann mir gar nicht vorstellen. Aber das mit der Mutter emotional einfach gut. Ja, natürlich. Der hat vielleicht, kommt drauf an, wofür er die bekommen hat. Vielleicht hat er die bekommen für Fluchen oder sowas. Und dann war die Aussage von seiner Mutter, bei uns redet man so. Das ist ein normaler Satz in der Familie. Der hat mich schon immer so genannt. Weil das kölsche Grundgesetz, was soll der Quatsch, herangezogen werden. Also, dass die durchnummeriert sind, bin ich mir nicht wirklich sicher. Und das ist kein, also das ist einfach nur küt wird küt. Das sind mehr so Lebensweisheiten und weniger rechtsverbindliche Dinge. Deshalb wäre ich hier bei B.
Aber ich überlasse, er ist Österreicher, ich überlasse ihn dir. Nein, ich würde das sehr, sehr cool finden, wenn es wirklich ein B wäre, weil es sehr emotional ist. Natürlich, weil die Mama sagt, nein, nein, mein Bub ist nicht so schlimm. Der macht das nicht. Der macht das nicht. Das kann nicht sein. Ja, ja. Der ist ein Blitzkneiser. Ein was? Ein Schnellschalter, einer, der was schnell versteht. Ah. Ich bin immer noch für B, wenn du jetzt nicht was anderes bist. Nein, ich bin es auch, weil es emotional ist. Ja, dann lass uns doch was Emotionales nehmen. Dann okay, nehmen wir B. Nehmen wir B. Wie war das mit Toni? Am 6. Spieltag der Saison 1993-94 beim Spiel des 1. FC Köln bei Bayer Leverkusen sah Toni Polster in der 85. Minute die rote Karte wegen Nachtretens gegen Paulo Sergio. Die anschließende Verteidigung des 1. FC Kölns vor dem Sportgericht in Frankfurt war kurios. Ja, es war damals so, dass wir am Geisbockheim uns nochmal die Szenen meiner Verteidigung angesehen haben. Es war Video 2000, also auf beiden Seiten konnte man Videos sehen und abspielen. Und wir haben einfach vergessen, zurückzuspulen. Und als wir dann in Frankfurt ankamen vom Strafausschuss, haben die Höhner gesungen auf der Kassette und es hat gefühlte 20 Minuten gedauert, bis wir diese Stellen gefunden haben und war natürlich nicht sehr positiv. Ich habe damals 8 Spieler Sperre bekommen, beim Protest waren es dann 6 im Endeffekt, aber war eine relativ peinliche Geschichte. Lieber Toni, viele Grüße, vielen Dank für die Auflösung, auch wenn sie nicht positiv ausgegangen ist. Es bleibt bei 1.000 Euro. Ihr könnt euch ein Stück absetzen. Schlagzeilen, Fragezeichen oder tierisch. Dann würde ich jetzt das Fragezeichen nehmen. Okay. Fragezeichen. Dann nehmen wir danach die Tiere. Wir haben da was vorbereitet. Oh, das kenne ich. Das ist Star Trek, ja. Ich lese euch erstmal die Frage vor. Womit lässt sich aus mehreren Metern Entfernung eine Melodie auf einem Theremin erzeugen? Theremin, das ist das, was wir hier sehen. Ne? Das ist ein Theremin. Ich dachte, damit kann man kochen. Ach nee, das war hieß noch mit Luft. Und da kann man hier so. Star Trek. So funktioniert ein Theremin. Aber die Frage ist jetzt, ich war ja sehr nah dran jetzt am Theremin, womit lässt sich aus mehreren Metern Entfernung eine Melodie auf einem Theremin erzeugen? A. Haarspray, Stricknadeln und 2 analoge Fotokameras. B. Salzwasser, Endlosseil und 2 motorisierte Modellbaureifen. Oder C. Gummikreisel, Plastikblume und 2 Neodym-Magnete. Wow. MacGyver-Frage. Also wie funktioniert so ein Ding? Mit Strom auf jeden Fall, elektronische Wellen. Ihr habt auch noch den Joker, ne? Wir haben auch noch, also Haarspray, das sprühst du die Stricknadel vielleicht an. Aber was machst du aber mit den Fotokameras aus der Entfernung? Analog? Ist, glaube ich, sogar egal, ob analog oder digital. Ich würde A ausschließen. B. Was ist ein Endlosseil? Ja, ein Endlosseil ist so einfach ein rundes Seil. Ich will das auch mal kurz checken. Darf ich kurz? Ganz schnell. Ein Endlosseil. Was ist denn ein Endlosseil? Gummi. Kreisel, der dreht sich. Das ist schon mal gut. An dem Kreisel. Den jetzt. Demnächst Adel Theremin auf Tour. Sehr gut. So, Gummikreisel. Der Kreisel dreht. So, haben wir's? Der Kreisel dreht sich. Vielleicht ist an dem Kreisel sind die 2 Magnete. Durch die Drehung ist es immer positiv, negativ. Aber was macht verdammt nochmal die Plastikblume? Acht. 2 motorisierte Modellbaureifen. Was bedeutet, was stelle ich mir darunter vor? Ich habe 2 da Reifen. Da habe ich 2 Reifen und da läuft ein Seil drüber. Ne? Deswegen endlos Seil. So hatte ich es verstanden. Und das Salzwasser? Das ist ein Endlosseil. Kein Ende. Ah, ja. Ah, okay. 2 Reifen. Und stimmt. Und das Seil wird in Salzwasser getunkt. Und dann?
Und dann wird das Seil, ja, und aus dann... Aus mehreren Metern? Also es würde auf jeden Fall funktionieren. Wir fragen mal das Publikum. Wir fragen mal das Publikum. Vielleicht weiß das einer, ist irgendwie physikalisch. Ein Daniel Düsentrieb hier. Oh, ah, ja. Ja. Das kann natürlich sein. Das ist der einzige Hörer vom Podcast. Nein, ihr seid zu dritt, ich weiß nicht was. Genau. Hallo, wie heißt du? Hallo, Rüdiger. Rüdiger, grüß dich. Was machst du beruflich, Rüdiger? Ich bin im Vertrieb von Sicherheitsbeleuchtung. Okay, gut. Hast du so ein bisschen, also entweder musikalische Verbindung oder physikalische Ambitionen? Also nicht mit so einem Gerät, also nicht, oder mit so einem Instrument. Aber Elton war im Grunde meiner Meinung nach auf der richtigen Spur. Mit? Mit der Antwort B. Mhm. Das heißt, wir nehmen zwei Reifen, spannen dazwischen das Seil. Ja, wenn wir die jetzt motorisieren, dreht sich das ja. Und das heißt ja aus mehreren Metern Entfernung. Und das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man das Seil dann nass macht. Durch die Zentrifugalkraft fliegt das Wasser in Richtung Theremin und geht dann da durch. Und wenn die Wassertropfen da durchgehen, je nach der Geschwindigkeit, ja, das heißt, ja, siehst du, wie schnell das sich jetzt dreht, habe ich dann mehr oder weniger Wasser und kriege dadurch verschiedene Töne. Für B hast du dich entschieden, ja. Und Elton hatte den Ansatz. Also jetzt muss es nur noch funktionieren. Rüdiger, vielen Dank. Jetzt kommt Markus Weber von den Physikanten. Und wir schauen mal. Wir schauen mal, was wir denn hier benötigen. Markus. So, wir haben nicht danach aus. Wir haben da mal was vorbereitet. Das sieht nicht so aus. Ach so, nee, die hab ich gar nicht gesehen. Sofort damit war alles. So, danke, Dagmar. Warst du dafür in der Musikschule oder? Nicht dafür, genau, aber es hilft, wenn man ein bisschen musikalisches Gespür hat. Also ich glaube, wenn Adele das noch ein bisschen üben würde, wäre da sehr viel schnell besser. Alles klar. So, wir haben hier ein bisschen was vorbereitet und wir wollen es natürlich spannend halten. Also, das heißt, ihr habt euch für Antwort B entschieden und es ist... Es ist... Ein Gerät, genau. Ein Gerät. Wir haben hier ein Seil. Das haben wir in Salzwasser getränkt. Das war sehr richtig, genau. Und wir haben hier Motoren und die Reifen. So, und dadurch lassen wir dann jetzt das Seil laufen. Kann ich irgendwas jetzt assistieren? Ja, das wäre nett, wenn du das mal vorsichtig auf dem Boden ausbreitest. So. Jeder von ja, genau, das, ach, das reicht lang. Schon. Das reicht schon. Genau, das ist lang. Also ich hoffe, dass es kein Wasser durch die Gegend spritzt. Das geht wird. Da so durch. So, aber ihr hattet schon eine ziemlich gute Idee vorhin. So, ich stell's mal an und wir gucken, wie das aussieht. So. Und da kommt das Seil langsam hoch. Und jetzt genau. Ja, und da kann man jetzt schon auch schöne Sachen mitmachen. Guck mal, kommt das jetzt hoch vom Boden noch? Zur Seite gehen. Genau, das wird hier volle Kanne rausgeschleudert mit einer hohen Geschwindigkeit. So, und dann natürlich auch wieder eingesaugt. Und dann gibt es diese schönen Wellenfiguren, die man damit machen kann. Ja. Genau. Ja. So. Dann schöne Kombi. Ein bisschen Geduld. Genau. Magic. So. Wenn man da jetzt Theremin mitspielen will, dann muss man viele Jahre lang üben, sehr geschickt sein und viel musikalisches Gespür haben. Das alles trifft leider auf mich nicht zu. Ja, genau. Aber ich werde es trotzdem versuchen. So, ich drehe mal hoch. So, mal so richtig volle Kanne. Geil, oder? Ah, das sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Jetzt muss ich mich ein bisschen nähern. So. Liebe Leute. Wird das eine Zufallsmelodie oder können wir das erkennen? Ich versuche mal. Freude schöner Götterfunken. So, und. Unglaublich.
Richtig, richtig. Das ist nice. Schön, das Ding. Ah, herrlich. Ja. Toll. Das ist das. Ja. Ein tolles Experiment. Ohne Salzwasser wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Richtige Antwort. Rüdiger, Glückwunsch. 2000 Euro. Vielleicht noch kurz zum Theremin. Also es ist wirklich extrem schwer zu spielen, da muss wirklich lange üben. Aber wie funktioniert das? Ja. Es reagiert auf leitfähige Körper in der Umgebung. Ja? Und wenn die in die Nähe der Antenne kommen, dann ändern die sogenannte Kapazität. Also die Antenne kann mehr Ladungen aufnehmen und das wird dann in die Tonhöhe umgewandelt. Und so kann man dann tatsächlich auch konzertante Stücke damit spielen. Aber warum Salzwasser? Das Seil ist ja nicht, leitet ja nicht. Salz, richtig. Ja. Salzwasser, Salz macht das Wasser leitfähig. Deswegen geht es besser. Aha! Wieder was gelernt. So sieht's aus. Dankeschön. Markus, das waren wieder drei spannende Experimente. Dankeschön. Vielen Dank. Wir sehen uns zur nächsten Ausgabe wieder. Die Physikanten Markus Weber. Und. So, ihr könnt wählen. Schlagzeilen oder tierisch. Das ist doch ganz gut. Schlagzeilen. Schlagzeilen. Ich habe das nicht entschieden. Wie gelang es einem Australier im Juni 2022, die Dieben seines Autos aufzuhalten, bis die Polizei eintraf? A. Er hob den Wagen mit seinem Gabelstapler in die Luft. B. Er klebte seine Hände durch das Fenster an das Lenkrad. Oder C, er blockierte das Auto mit seiner Schafherde. Ich würde nur B sofort ausschließen. Bitte. Weil der klebt die, dann hält er die da hin. Also bis dahin ist die doch weg, oder? Nein. So, er hob den Wagen mit seinem Gabelstapler in die Luft. Würde ich sehr lustig finden. Ja, ist natürlich lustig. Aber das heißt, der hat das irgendwie mitbekommen, dass die damit wegfahren will. Und dann ist er mit dem Gabelstapler hin und hat ihn in die Luft gehoben. Ja, ich meine, das sind lustige Bilder. Er schiebt die, zieht die da hoch und dann wartet er. Finde ich aber, das dauert. Ich finde das mit dem Schafen richtig cool. Ist doch lustig, oder? Er blockierte das Auto mit seiner Schafherde. So, Freunde, und jetzt geht's einmal alle vor das Auto. Ja, macht ihr Pfeif dreimal. Die Hunde, zack, davor. Genau. Die kommt den Weg nicht mehr lang. Die stellen sich drumherum. Und dann kriegt sie noch nicht mal die Tür auf. Ich finde das Bild irgendwie cool. Und das ist ja auch eine Schlagzeile. Also Schlagzeile. Das sind Bilder, die hier in der Sendung landen. Ja, genau. Ja. Ich glaube, das ist auch so. Gabelstapler, ganz ehrlich, Bilder, die man nicht mehr vergisst. Ja, Gabelstapler findest du überall. Wofür wollt ihr euch entscheiden? Wir sind für C, oder? Er macht mal zu viel Druck. Das geht ich nicht. Ich mach dir Druck. Ja. Lass dich du. Kai. Ich will. Es wird nicht einfacher, auch wenn man noch länger wartet. Ich weiß. Pass auf, ich mache Folgendes. Ich sage C, dann loggen die das ein und dann drehst du dich um, okay? C. Das Einzige, was mir Sorgen macht, es ist ja ein Australier und nicht ein Neuseeländer. Das hatte ich mir auch gedacht. An das dachte ich auch. Als ein Australier im Juni 2022 zu seinem Haus in Queensland zurückkehrte, entdeckte er eine Frau am Steuer seines Autos. Nach mehrmaligen Aufforderungen auszusteigen, sah er nur eine Lösung, sie am Wegfahren zu hindern. Er hob das Auto samt Dieben mit seinem Gabelstapler, der sich aus beruflichen Gründen auf seinem Grundstück befand, in die Höhe, bis die Polizei eintraf. Die 24-Jährige, die zuvor in das Haus eingebrochen war, wurde daraufhin verhaftet und wegen Einbruchs und unrechtmäßiger Benutzung eines Fahrzeugs angeklagt. Oh. Das ist mir nicht ausgestiegen. Man, wir sind richtig es schwach. Bleibt bei 1000 Euro. Ja, wir sind richtig schwach. Es können nochmal 500 haben, dazukommen. Die Kategorie ist tierisch. Wir haben da einen besonderen Gast eingeladen. Oh mein Gott. Ach. Oh. Boah, wie geil ist das denn? Boah. Alter. Unfassbar. So, die Frage. Gänsegeier. A. Fliegen nicht aus dem Stand los, sondern nehmen Anlauf. B. Gehen ausschließlich nachts auf Nahrungssuche. Oder C. Lachen wie Gänse, wenn Gefahr droht. What the fuck? Gänsegeier. Boah, guck dir das mal an. Krasses Tier. Unfassbar. Majestätisch. Das ist schon ein Statement, die Haltung. Ne? Krass, ja, sowas wollte gar nichts. Was für eine Spannweite, ne? Das ist unglaublich. Super. Also, dann ist er ja auch darauf angewiesen, krass, auf Nachttiere, die jagen. Und kann natürlich sein. Ja. Aber wenn ich mir so die Augen anschaue, dann sind das so, ehrlich gesagt, ganz normale Augen. Das würde man ja ein bisschen sehen, oder? Bei so Nachtaktiven. Wobei, nee, sieht ganz normal aus.
Lachen wie Gänse, wenn Gefahr droht. Also Kai ist jetzt ziemlich nah dran. Aber wird nicht als Bedrohung wahrgenommen. Macht aber keine, genau, wird nicht als Bedrohung. Wahnsinn, was ist hier? Macht keine Geräusche. Nee, würde ich auch. Aber dieses Wedeln, was das Tier jetzt gerade macht, wie dass er halt so Anlauf nimmt, ne? Also dass er so anfängt zu schlagen, um dann abzufliegen. Und ich erinnere mich, wer kennt's nicht? Bernhard und Bianca. War das Bernhard und Bianca oder das Dschungelbuch? Ich hätte jetzt auf das Mit dem Albatros. Aber beim Dschungelbuch sind auch Geier. Bernhard und Bianca. Beim Dschungelbuch sind auch Geier. Und die nehmen, glaube ich, auch Anlauf, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Also ich würde auch sagen, es sei denn, wenn er auf dem Felsen steht und einfach abspringt, dann stürzt er sich dann in den Tod. Dann kann er aus dem Stand fliegen. Ich glaube auch aufgrund der Spannweite, wenn er aus dem Stand fliegen würde, würde er immer mit den Flügeln gegen die Wand, gegen die... Guck mal, dieses Wedeln. Ja, ja. Jetzt stell dir vor, der macht noch Schritte und dann geht's los. Ja, weil die Spannweite ist so groß, der würde immer auf den Boden aufschlagen und kommt dann nicht hoch. Und deswegen muss er Auftrieb nehmen und dann macht er vielleicht einen Hüpfer. Also kann ich mir auch A vorstellen. Ja, wir nehmen A. Wir nehmen A. Wir nehmen A. Dann sage ich herzlich willkommen Karl Fischer aus der Greifvogelstation Hellenthal. Ich glaube, wir können ein bisschen applaudieren. Stört Sie nicht, ne? Nee, stört nicht. Ja. Hallo Karl. Hi. Hallo. Super, oder? So, das ist... Also unser Gänsegeier Lilo, 5 Monate alt, 2,60 Meter breit, 11 Kilo schwer. Wow. Ja. Wie ist Lilo jetzt schon ausgewachsen oder kommt da noch was? Ja, vielleicht noch 3 Zentimeter. Aber grundsätzlich ist er ausgewachsen und er ernährt sich überwiegend von toter Nahrung. Mhm. Und Was ist da so alles dabei? Ist das dann eher so? Was soll ich mal sagen? Von der Ziege bis zum Elefanten findet man alles. Der Geier ist vertreten in Russland, in den asiatischen Ländern, in Österreich vor allen Dingen. Okay. Und eine Gams gefällt ihm genauso wie ein Reh und alles andere. Okay. Aber wir wissen, das stimmt natürlich, sind Aasfresser, ne? Ja. Also deshalb... Ja, klar. Ja. Oh mein Gott. Schön, ne? Wow. Ne? Ich möchte A. Ja, komm mal. Ne? ist Lilo bei euch geboren? Oder? Lilo ist von uns nachgezogen worden dieses Jahr. Wir haben mehrere Geier nachgezogen, wie Mönchgeier, Tutangeier, Rabengeier. Und das ist jetzt unser Gänsegeier Lilo. Ist ja gut, ich bin schon wieder und weg. Er wird bei uns in der Show mitfliegen. Geil. Wir haben einen großen Tierpark, wo natürlich die Tiere jeden Tag auf 1000, 2000 Meter Höhe steigen. Mhm. Und manchmal kommt er wieder, manchmal kommt er als 3 Tage wieder, aber das muss man nicht so eng sehen. Aber jetzt kommen wir denn mal zu einem möglichen geplanten Flug. Wie ist denn da das Startverhalten? Also, Lido ist natürlich mit 11 Kilo schon sehr schwer. Der schwerste fliegende Vogel ist 14 Kilo. Der junge Mann hat schon recht gehabt, nämlich wenn Lilo anfängt zu fressen, dann holt er sich nicht ein Kilo, sondern 2 und 3 Kilo ran, da hat er so einen Bauch. Und da muss er schon anlaufen, um sein Körpergewicht nach oben bringen. Und aus dem Stand ist natürlich klar, wenn er auf dem Felsen ist, dann springt er runter, da braucht er nicht anzulaufen. Aber grundsätzlich kann er ohne Starthilfe nicht nach oben gehen. Also insofern habt ihr euch komplett richtig entschieden für Antwort A. Nur mit Anlauf. Nice. Ja. Geht's dann los. Das ist ja, Lilo, guck mal, wir haben, glaube ich, noch ein paar Bilder, da sehen wir das auch nochmal. Können wir nochmal belegen? Ja. Können wir hier nochmal zeigen? So fliegt Sommer. Ja. Ja. Das Video kriegt Lilo aktuell 3 bis 4 Mal am Tag gezeigt. Ne? Ist in der Flugschule und dann funktioniert das bald dann auch. Ne? Also, herzlichen Dank. Ja, alles Gute. Bitte. Ein tolles Tier. Komm, ne? Weiter gut drauf aufpassen und machen sich keine Sorgen. Es geht den Tieren hier gut. Wir sorgen für alles. Und da wird natürlich darauf geachtet, dass die auch hier im Studio sein dürfen. Ne? So, wir haben hier nochmal 500 Euro aufgezahlt. Wir gucken auf den Zwischenstand vor der Entscheidung in Runde 3. Die Jersey und Bernhard haben 1.000 Euro auf dem Konto. Adel Tawil und Elton haben 2.500 Euro erspielt. Wer kommt ins Halbfinale? Die Jersey, Gary Friedel oder Adel Tawil? Wir klären es jetzt. Und wir sind im dritten kleinen Finale des heutigen Abends. Die Kategorie, aus der die Masterfrage kommt, ist Musik.
Beide Teams haben gesetzt. Hier ist die Masterfrage in Runde 3. Welcher war der erste Nummer 1-Hit in Deutschland und Österreich für Phil Collins als Solokünstler? A. You Can't Hurry Love. B. Against All Odds. Oder C. In the Air Tonight. Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. Beide Teams haben eine Antwort eingeloggt. Wie viel Geld wurde gesetzt? So, die Jersey und Bernhard haben gesetzt. Alles, 1.000 Euro. Adel Tawil und Elton haben gesetzt. 500 Euro. Ja. Auf welche Antworten wurde getippt? Team Bernhard tippt auf. Antwort C. Team Elton tippt auf. Antwort C. Ah. Damit ist es egal. Against All Odds. Platz 9 in Deutschland. Höchste Platzierung in Österreich. Platz 13. You Can't Hurry Love 1983 in Deutschland auf 3, genauso auch in Österreich, in der Schweiz. Und In the Air Tonight aus dem Jahr 1981, Platz 1 in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Antwort C ist richtig. Und damit gewinnen alle Menschen 3.000 Euro. Und helfen heute alle drei Runden. Es ist schon oft auch andersrum gewesen. Ah. Guck mal, ist dem Elton jetzt so unangenehm. Guck mal, es ist so oft schon andersrum gewesen. Du darfst auch stolz auf dich sein. Ja, ich denke ja, in diesem Fall denke ich auch das andere Publikum. Ja. Hat schon mal jemand von euch bei Elton gesessen, als er dreimal drei Runden verloren hat? Ja, dann. Siehst du? Guck mal, ihr wisst, wie sich das anfühlt. Also, Adel Tawil und Elton gewinnen 3.000 Euro. Und das heißt für jeden von euch noch einmal 53,57 Euro. Und das heißt auch, Adel, du musst für uns die Flagge hochhalten. Du bist im Halbfinale. Nimm Platz. Okay. Alles Gute. Danke dir. Drückt die Daumen fürs Weihnachtsalbum. Leute, hört euch das an. Ja, vielleicht ein schönes Geschenk auch für Weihnachten. Bleibt gesund und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Danke. Die Jersey, danke. Jerry Friedel. Dankeschön. Tschüss. So, und das ist unsere Halbfinalbesetzung. Viktoria Swarovski, Adele Neuhauser und Adel Tawil. Frauenpower. Zweimal Österreich, einmal Deutschland. Ja, aber das steht heute gar nicht so sehr im Vordergrund. Für euch drei geht es jetzt auf den heißen Stuhl. Die beiden von euch dreien, die die meisten Fragen da richtig beantworten, die ziehen ins Finale ein und spielen dann da um die 50.000 Euro für den guten Zweck. Und jetzt ist es soweit. Hier ist er. Hier ist unser heißer Stuhl. Heiße Stuhl. Und als erstes Platz nehmen wird da Viktoria Swarovski. Komm. Sein du Thron. Weißt, ja, du weißt, wie sehr ich das mag. Ach, das, ich glaube, da sitzt keiner so gerne, so dass man sagt, so, ja. Wow, Tour, ich darf da jetzt hoch. Weißt du, so ein bisschen eine Prüfungssituation. Ja, vor allem, man fühlt sich echt, als hätte man was falsch gemacht. Das hast du gewonnen, jetzt darfst du hierher sitzen. Du hast alles richtig gemacht und kommst ja vielleicht auch noch weiter. Das werden wir ja sehen, das klären wir jetzt. So, jetzt brauchen wir nur noch die Fragen, die ich dir und den anderen beiden stellen kann. Okay. Und die bringt auch heute wieder unser Notar, Herr Dr. Thomas Dien. Guten Abend, herzlich willkommen.
Wie geht's Ihnen? Ja, mir geht's sehr gut. Hatten Sie eine gute Zeit, gut über den Sommer gekommen? Ja. Ja? Geschäft läuft. Gut. Ja. Ja, mal besser, mal schlechter. Aber. Und im Moment? Im Moment sieht es wieder etwas an. Oh, okay, das freut uns sehr. Unser Notar hat natürlich alles beobachtet am heutigen Abend und auch hier jetzt geschaut, dass die richtigen Fragen im richtigen Umschlag sind. Und wir sagen herzlichen Dank. Wir sehen uns nachher zum Finale nochmal wieder. Ja. Danke. Dr. Thomas Dien. Soll ich nochmal mischen? Wo sind denn die leichtesten Fragen drin? Das ist alles, glaube ich, sehr ausgewogen. Du hast dich für Lila oder Flieder entschieden. Ja. Das sind die Fragen. Ah. Hm. Ah. Oh oh. Wir haben 60 Sekunden Zeit. Mhm. Ich stelle dir Fragen, eine nach der anderen. Die Zeit läuft erst, wenn die erste Frage zu Ende gestellt ist. Mhm. Wenn du eine Antwort nicht weißt, sagst du einfach weiter. Okay. Ja? Bist du bereit? Eigentlich nicht. Toi, 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 Victoria. Hier kommt die erste Frage. Oft gleichen sich Zwillinge redensartlich wie ein Ei dem? Hammerin. Richtig. Nico Haag sang 1976 Schmidtchen Schleicher mit den elastischen? Weiter. Beinen. Sanna Marin wurde 2019 Ministerpräsidentin welches Landes? Weiter. Finnland. Was ist sowohl eine Bezeichnung für das Hinterteil als auch ein Fluss in Italien? Po. Richtig. Insgesamt wie viele Beine hat eine Ameise? 6. Richtig. Beine der Rebsorte Cabernet Sauvignon haben klassischerweise welche Farbe? Weiß. Rot. Shit. Welcher Schauspieler ohrfeigte Chris Rock bei der Oscarverleihung 2022? Nochmal. Welcher Schauspieler ohrfeigte Chris Rock bei der Oscarverleihung 2022? Will Smith. Richtig. Welche norddeutsche Heringsspezialität wird in Österreich Gabelroller genannt? Boah, keine Ahnung, weiter. Rollmops. In welcher Stadt fand 2022 die Leichtathletik-Europameisterschaft statt? Japan? Na, weiter. München. Shit, echt? München. Sorry. Es war, ja, kein Problem. So, es waren vier. Ja, aber das ist das Ding. Immer, das ist was ganz anderes, hier zu sitzen. Horror. Oder Horror. Eben von zu Hause zuzuschauen oder den anderen zuzuhören. Ich bin nicht froh, wieder die unten anderen zu sein. Müssen es ja erstmal besser machen. Adi. Viel Spaß. Ich bin dran. Du bist Nummer zwei. Ja. Ja? Okay. Wir haben noch zwei Umschläge. Ah, ich. Die grün? Hoffnung. Ja, grün ist die Hoffnung. Es sind die Fragen B. Auch für dich 60 Sekunden. Zeit läuft, wenn ich die erste Frage zu Ende gestellt habe. Viel Glück. Hier ist die erste Frage. Bobby McFerrin landete einen Nummer-1-Hit mit Don't Worry. Don't worry, be happy. Richtig. Spielt etwas keine Rolle, macht das redensartlich den Kohl auch nicht? Fett. Richtig. Das Gegenteil von konkav ist? Weiter. Konvex. Welche Schauspielerin spielte 1955 die Sissy im gleichnamigen Film? Romy Schneider. Richtig. In welchem Land findet im November 2022 die UN-Klimakonferenz statt? Weiter. Ägypten. Welche Karte ist beim Poker die höchste eines Royal Flush? Ass. Richtig. Aus welcher Pflanze entstehen Pusteblumen? Löwenzahn. Richtig. Welcher Österreicher komponierte das Oratorium Die Schöpfung? Halleluja. Weiter. Haydn. Zu welchem Fußballverein wechselte Robert Lewandowski 2022? Weiter. FC Barcelona. Gut. Diesel bezeichnet ein Mischgetränk aus Cola und? Diesel? Diesel. Cola und? Bier? Richtig. Ja. Das brauche ich jetzt. Ja, okay. Cola und Bier. Okay. Das waren 6 richtige Antworten. Oh, danke. Na, oh. Das war großartig. Das war gut, Arne. Oh, da haben die Frauen Also, 4 richtige Antworten bei Viktoria Swarovski, 6 richtige Antworten bei Adele Neuhauser. Das heißt, mindestens 4. Mhm. Dann müsstest du in ein Stechen mit Viktoria. Bei mehr als 4 bist du im Finale. Bei mehr als 6 darfst du entscheiden, mit welchem Teamkapitän du im Finale spielst. Es sind die Antworten C. Und auch für dich
gleichen Regeln. Zeit läuft, wenn ich die erste Frage zu Ende gestellt habe. Los geht's. Viel Glück. Helene Fischer singt atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Richtig. Wer sich aus einer misslichen Lage befreit, zieht redensartlich den Kopf aus der Schlinge. Richtig. Die Nationalmannschaft welches Landes gewann 2022 die Fußball-EM der Frauen? Weiter. England. Was für ein Fortbewegungsmittel ist ein BMX? Ein Fahrrad. Richtig. An welchem großen See liegt die österreichische Landeshauptstadt Klagenfurt? Bodensee nicht. Weiter. Wörthersee. Welche britische Boygroup sang 1995 den Hit Back for Good? Take that. Richtig. Welche Fellfarbe hat eine Rappe? Schwarz. Richtig. Premierministerin des Vereinten Königreiches wurde 2022 Liz Taylor Truss. Insgesamt wie viele Ecken hat ein Quadrat? Vier. Richtig. Das Hackfleischgericht Köfte stammt aus der Küche welches Landes? Türkei. Richtig. Welches Kleidungsstück wird für gewöhnlich mit den Windsor-Knoten gebunden? Krawatte. Ja, ich glaube, die kam noch, aber das war dann auch egal. Weil du jetzt schon, es kam noch, oder? Das waren es 8. Und damit, Adel, komm nach unten, komm zu mir. Wir haben damit 2, du darfst ruhig aufstehen, Viktoria. Ach so, ihr wollt eigentlich gehen schon. Nein. Also, wir haben damit 2, die im Finale stehen, mit 8 richtigen Antworten. Adel Tawil mit 6 richtigen, Adele Neuhaus. Und liebe Viktoria, wir müssen uns leider an der Stelle von dir verabschieden. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal klappt's. Alles Gute. Viel Erfolg. Ich glaube, du drückst den beiden die Daumen. Danke, Viktoria Swarovski. Und für euch beide geht es jetzt um die 50.000 Euro für den guten Zweck. Aber die entscheidende Frage ist, mit welchem der beiden Teamkapitäne geht ihr ins Finale? Und die darfst du zuerst beantworten, weil du mehr richtige Fragen im Halbfinale beantwortet hast. Und die sollst du aber beantworten im Angesicht der Teamkapitäne. Und hier sind sie. Willkommen zurück. Bernhard und Elton. Herzlich willkommen zurück, Bernhard und Elton. Unsere beiden FinalistInnen. Adel, du hast die meisten Fragen auf dem heißen Stuhl richtig beantwortet. Du darfst entscheiden, mit welchem Teamkapitän gehst du ins Finale? Ja, ich bin jetzt schon zum zweiten Mal da und ich habe beide Male mit Elton gemacht und beide Male gewonnen. Mhm. Und deswegen, damit Bernhard auch mal wieder gewinnt, wollte ich kriegen. Okay, also es geht jetzt darum, dass du gewinnst. Ja, das weißt du schon. Alles klar, dann spielst du mit Bernhard und Adele. Du hast ja heute auch schon mit Elton gewonnen, also warum nicht? Hier, da siehst du es wieder, ne? Erst macht man sie groß und dann... Ne? Ja, er wird ja sehen, was er davon hat. Und dann sowas. Wir sind jetzt im großen Finale. Es geht um 50.000 Euro für einen guten Zweck. Adel Tawil und Adele Neuhauser stehen sich gegenüber, assistiert von Bernhard und Elton. Natürlich. Und wir werden euch jetzt abwechselnd Fragen stellen, die ihr dann hoffentlich richtig beantwortet. Das Prinzip ist so ein bisschen wie beim Elfmeterschießen. Solange keine Fehler gemacht werden, geht es immer weiter. Wenn einmal ein Fehler gemacht wurde, dann entscheidet schon die nächste Frage. Oder der, der zuerst 3 Punkte auf seinem Konto hat. Also, das erklärt sich alles von selber, ist ganz einfach. Alles, was noch fehlt, sind die Fragen fürs große Finale. Und die kommen auch heute wieder. Und jetzt noch einmal von unserem Notar Dr. Thomas Dien aus Hamburg. Dankeschön. Das sind die beiden entscheidenden Umschläge. Einmal Gold, einmal Silber. Schönen Abend, schönes Wochenende und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Dankeschön. Dr. Thomas Dien. Aber bitte eine Anmerkung noch. Wie schön ist es bitte, Adel und Adele in dem Finale. Ja. So ist es. Drück die Daumen. Ja. Du darfst wählen. Gold. Grau. Das, ich glaube, es sollte Silber sein, aber egal. Das ist der Fragensatz B und der Vollständigkeit halber, nur dass alles seine Richtigkeit hat, sollte hier ein A drin sein. Und so ist es auch.
So, das heißt, wir starten mit Adel und Bernhard. Ihr bekommt die erste Frage. Ihr habt 60 Sekunden Zeit. Wir drücken die Daumen. Es geht los mit unserem großen Finale. Wir haben eine Minute, ne? Ja, ja, als relativ lang. Die erste Frage an Adel Tawil und Bernhard. Wodurch wird aus einem französischen Croque-Monsieur ein Croque-Madame? A. Spiegelei, B. Gurkenscheiben oder C. Champignons? Zeit läuft. Ja, überhaupt keine Ahnung. Ihr könnt laut reden. Ne? Ich glaube, also ich würde Croque-Monsieur, Croque-Madame. Was ist denn Croque überhaupt? Croque ist so ein Baguette. Ja. Baguette mit, aber was da drauf ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Aber ich würde sagen, es ist das Spiegelei. Ja, mein Gefühl, aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Antwort A ist eingeloggt. Ja, Croque Monsieur, in der Regel mit Schinken und Käse. Ja. Und aus einem Croque Monsieur wird ein Croque Madame durch ein Spiegelei. Ach. Sehr gut. Nie gehört. Ich dachte immer, Salami und Kochschinken ist der Unterschied. Aber gut. Nein, nein. So, erster Punkt für Adel Tawil und für Bernhard. Erste Frage an Adele Neuhauser und an Elton. Welcher 1980er-Jahre-Hit beginnt mit den Worten Check it out, Joe, ha, 2, 3, 4, 1, 2, 3, A, Life is Life, B, Der Kommissar oder C, Baba, Banküberfall? Zeit läuft. Check it out, Joe. 1, 2, 3, das ist nichts dabei, wenn ich euch erzähle, Geschichte. Der Kommissar? Radinedum, oh, 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 der Kommissar geht um. Was? Das? Check it out, Joe. Ah, hier, na klar, das ist der Kommissar. Danke. Heiko lebt, meine Damen und Herren, offensichtlich im Körper von Elton weiter. Ja, check it out, Joe. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Das ist natürlich aus Der Kommissar von Falco. Danke dir. Erster Punkt für Adele Neuhauser. Bleib ruhig, es ist alles gut. Zweite Frage für Adel Tawil. Wie heißt das tausendste Schaf in Otto Walkes Schafelied? A. Dörte, B. Gunther oder C. Harald? Zeit läuft. Dörte, kenne ich. Dörte von Reinhard Grevensong. Gunther oder Harald, würde ich jetzt sagen. Und ich kann nur raten. Was würdest du sagen, Dörte oder Harald? Nee, Gunther oder Harald? Ich finde, Harald kann man. Das auf Harald kann man mehr reimen. Geh in den Wald, Harald. Also, aber also Harald. Ich weiß es nicht. Gunther. Ich nehme Harald, oder? Probier's. Und was willst du machen? Ich hab das noch nie gehört. Wenn man es nicht weiß, muss man raten, dann kann man es nur probieren. Immer ja. Unter, ja. Dörte. Das zweite Schaf heißt Dörte, weil es so gern röhrte. Das dritte Schaf hieß Gunther, wollte nie von Dörte runter. Das tausende Schaf hieß Harald und das war 100 Jahre alt. Jawohl, richtige Antwort. Lucky Schaf. Zweiter Punkt für Adel Tawil. Zweite Frage an Adele Neuhauser und Elton. Die meisten Bundesstaaten der USA enden im Englischen auf den Buchstaben AA, BS oder CI. Zeit läuft. So, da bin ich schon mal raus. So, was haben wir denn? New York, wir haben Texas, wir haben Kentucky. Wir haben Los Angeles. Das sind zwei Bundesstaaten. Ontario. Texas, Tennessee. Tennessee. Aber Tennessee mit E. New York. Los Angeles. Bundesstaaten. Florida. Bundesstaaten. Da. A oder B. Ich würde wahrscheinlich. Oh Mensch. Auf S. Ich würde auf S gehen. S. Ich auch. Ich nehme B. Nochmal drin. Adele nimmt Antwort B.
Mit I zum Beispiel Hawaii, Mississippi, Missouri. Oh. Ach du Scheiße, ja. Okay. Wie oft sollte ich es denn noch sagen? A zum Beispiel Alabama, Florida oder auch California. Und mit S haben wir Arkansas, Illinois, Kansas, Massachusetts, Texas. Und leider nichts mehr, weil die anderen enden alle auf A. Alabama, Alaska, Arizona, Florida, Georgia, Indiana und California. Es ist Antwort A, die richtige Antwort. Es bleibt bei einem Punkt. Und das ist genau das, was ich vorhin sagte. Jetzt hat Adele Tawil schon den ersten Matchball. Oh Gott, jetzt fange ich an zu schwitzen. Ey. Ich kann das. Wenn es wieder Ratefragen sind wie eben? Die vielleicht schon entscheidende Frage. Welches Organ wird aufgrund seiner Form auch Schmetterlingsorgan genannt? A. Schilddrüse, B. Herz oder C. Niere? Also das Herz nicht. Herz ist so ein Ding. Ne, so sieht auf keinen Fall aus wie Schilddrüse. Niere sind... Ist eine Bohne? Zwei. Ja. Ne, die ja schon auch irgendwie ein bisschen zusammen, ein bisschen weiter weg, aber die hängen schon zusammen. Schilddrüse oder Niere? Meinst du? Die Schilddrüse weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie es aussieht, aber die ist ja hier die irgendwo. Die ist hier, ne? Die wird dann auch hier gemessen und ich ist schon, ich hab so Bill, also... Die macht so, oder? Wenn ich raten müsste, würde ich... Die Schilddrüse ist so ein Schmetterlingsorgan. Dass die... Also Bilder von meine Schild, ich habe hast noch 15 Sekunden. Schilddrüse, Herz, eine Bohne, das Bohne. Pass auf, du musst drücken, das war, genau. Ja, ja, wir müssen überlegen. Doch das Herz? Nee, ich würde die Schilddrüse nehmen. Antwort A, die Schilddrüse. Die Niere, das sind so kleine. Das sind auch zwei aneinander. Ja, die sehen so ein bisschen von der Form aus wie so Kidneybohnen. Ja. Ja. Das Herz ist rundlich und stark verzweigt. Und die Schilddrüse? Herz kann es nicht sein. Herz, ich hatte mal ein Cover, das hieß vom Herzschrittmacher. Aha. War ein Lied und da hatten wir ein Herz. Deswegen, das Herz sieht nicht aus wie ein Schmetterling. Als Schmetterlingsorgan wird auch bezeichnet, oder wird bezeichnet, als Schmetterlingsorgan wird bezeichnet die Schilddrüse! Ja. Und damit gewinnt Adel Tawil dieses Finale und diese Ausgabe. Von der Leistung los. Komm zu uns in die Mitte. Komm zu uns. Ah. Adel und Adele. Ja, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke, danke. Ja, Glückwunsch an beide Finalisten, aber Glückwunsch zum Sieg. Und damit, lieber Adel, gehen die 50.000 Euro für den guten Zweck an dich. Und du wirst uns verraten, was du damit machst. Wo also gehen die hin? Ja, ich wollte das aufteilen, weil ich mich gerade für zwei Stiftungen engagiere. Einmal die Hannelore Kohl ZNS-Stiftung. Die kümmert sich um Betroffene und Angehörige von schweren Schädel-Hirntrauma. Und auch in der Prävention, Helme tragen und so beim Fahrradfahren oder beim Elektroscooterfahren. Also gibt es viele Projekte, da engagiere ich mich. Und für die Ronald McDonald Stiftung, für die Kinderhilfe, die haben ganz großartige Häuser für die Eltern und Familien der schwerkranken Kinder, manchmal wirklich auch Babys und so, also ganz, ganz emotionale also Geschichten. Also jeweils 25.000. Immer in der Nähe von dem Krankenhaus, dann, damit die Eltern schnell zu ihren Liebsten können. Das da würde ich dann die Hälfte machen. Alles klar, also jeweils 25.000 Euro sind da sehr, sehr gut aufgehoben. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall an euch beide. Danke an Bernhard und Elton. Wir sehen uns natürlich mit Wer weiß denn sowas am Montag wieder. Und in 14 Tagen gibt es die nächste Ausgabe von Klein gegen Groß. Natürlich auch dann wieder in ORF 1. Und Anna mit Roland Kaiser, Sarah Connor und auch DJ Bobo und vielen, vielen mehr. Wir freuen uns auf Sie. Danke fürs Zuschauen. Grüße nach Österreich. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wir wünschen noch einen schönen Abend. Jetzt kommen die Tagesthemen und ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.